Möglichkeit, schon wieder eine Woche rum. Und was noch viel, viel wichtiger ist, 6 Folgen rum. Wir sind offiziell, haben wir den Zenit, die Hälfte der Staffel schon wieder hinter uns gebracht. Ich finde es so krass. Letztes Mal haben wir noch gesagt, dass wir jetzt bei der Halbzeit sind. Und jetzt sind wir faktisch über der Halbzeit. Und ich finde das so krass, dass wir eigentlich jetzt nur noch 4 Folgen haben. Mhm. Da wartet man ein Jahr und dann geht das so schnell vorbei. Es ist echt zum Kotzen. Ich habe neulich, ich weiß nicht mehr genau wo, super Quellenangabe, ich weiß, habe ich einen Vergleich gelesen zwischen Drogensucht und Seriensucht. Und als als wir Sonntagnacht die Folge geguckt haben, Wolf und ich warten auch wirklich gerne darauf, bis sie bei Sky online geht und gucken sie dann nach 3 Minuten. Ja. Und da habe ich dann verstanden, was in dem Artikel gemeint war, weil ich wirklich so eine Leere gefühlt habe, als die Folge vorbei war und wusste, oh Gott, jetzt muss ich ja schon wieder eine Woche warten. Das hat nicht gereicht, ich brauche mehr. Ja, schon beim Warten drauf habe ich mich fast gefühlt wie so ein Drogenopfer, weil ich irgendwie echt müde war. Ich wollte ins Bett, so körperlich merkst du, okay, es ist kurz vor 3 Uhr morgens, ich sollte wirklich ins Bett gehen. Am nächsten Tag ist auch Arbeit und so. Und wir hocken da trotzdem auf dem Sofa wie so bleichgesichtige Zombies ganz und bleiben genau noch bis 4 Uhr auf, um die verdammte Scheißfolge zu sehen. Da muss man einfach nur diese Alkoholismusfragen stellen. Hat Ihr Berufsleben, konnten Sie schon mal in Sie gesteckte Anforderungen nicht erfüllen? Schauen Sie auch alleine Game of Thrones? Genau. Und es steigen auch die... Ah, das hat sich auf Harry Potter gezogen, das war's. Die mit Game of Thrones bezogenen Aktivitäten nehmen auch zu. Man braucht quasi immer mehr, um den gleichen Stand zu erhalten. Also ich fand die Metapher super. Mehr saufen, mehr Huren. Mach mir jetzt ernsthaft Gedanken über mein Leben. Aber erst, nachdem wir zwei über Blood of My Blood gesprochen haben. Ganz genau. Episode 6 ist raus und wir haben quasi so eine Art internen nicht Wette laufen, aber wir fragen uns beide, wann wird es das erste Mal sein, dass wir ein Recap drehen, was so richtig, richtig schlecht wird. Wirklich seit mehreren Wochen denken wir, vielleicht diesmal. Also seid eventuell dabei, wenn ihr euch ein Recap anguckt, was nicht so wirklich geil wird. Man weiß es nie. Irgendeins muss ja das erste echt schlechte sein. Vielleicht ist es heute soweit. Keine Ahnung. Es könnte fast sogar sein, weil, das kann ich schon mal sagen, ich fand die Folge insgesamt so unterm Strich, ich fand die durchwachsen. Wollen wir nicht erst über die Fragen sprechen? Ja, nee, ich wollte nur mal sagen, irgendwie, also... Ach so, du machst gleich, du willst schon mal gleich die Erwartungen. Na, ich glaube, heute wird es jetzt kein Recap, in dem wir eine Stunde lang große Philosophien und Theorien spinnen, weil dafür für meinen Geschmack fast ein bisschen zu wenig passiert ist. Wir gucken einfach mal, in welche Richtung das so geht. Ich meine, das ist ja fast was Ungewohntes, weil die letzten Male haben wir uns immer dumm und dusselig theoretisiert. Ich glaube, das wird heute vielleicht nicht der Fall sein. Aber genau, lass uns erstmal mit den Fragen anfangen. Ich habe mir vorher vorgenommen, keine Angaben mehr zur Zeit zu machen und auch keine Prognosen. Das stimmt. Nicht mehr über die Länge unserer Videos, nur noch über Game of Thrones Theorien gibt es von mir Prognosen. Okay, ja, so, schauen wir mal. Und deswegen fangen wir direkt mit den Fragen an. Vielleicht denkt Wolf diesmal auch an den Code. Wenn nicht, vielen, vielen Dank an die Leute, die es beim letzten Mal in den Kommentaren ganz schnell gepostet haben. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, ne? Das ist wirklich sehr nett, dass ihr reinpostet, ab welchem Timecode man quasi die Fragen übersprungen hat. Ich war beim letzten Mal in Berlin. Ach ja, stimmt. Und ich kann das nicht. Also ich hatte auch keine Zeit, aber genau, das stimmt. Das war der Grund. Also du bist doch nicht dazu gekommen, es dir von mir zeigen zu lassen. Ja, was aber dann trotzdem den Endeffekt hatte, ich kann das nicht. Ja, ich kann das, es klingt so... Ja, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Nee, sowas nicht gemeint. Genau. Wenig Zeit. Deswegen, und spontane Umorganisation der Arbeiten. Ich verspreche fast ganz sicher, dass heute der Timecode eingeblendet wird. Wenn ihr die Fragen, die wir jetzt gleich vorlesen und beantworten werden, überspringen wollt, dann tut es hier irgendwo auf diesem Button. Ansonsten geht's los mit Frage Nummer 1. Genau. Wir hatten diesmal kleine Technikprobleme, also ich beim Fotografieren. Deswegen gibt's diesmal eine von mir vorgetragene Version. Also nicht wundern, wenn das nicht ganz wörtlich eure Frage ist. Eure Namen habe ich aber alle. Und die erste Frage kommt von Desami. Die oder der sich wünscht, dass wir... Macht bitte zwischendurch noch ein Video. Weil das so viele Gedanken waren, die wir gut angefangen haben. Oder wir sollten generell 2 Videos machen, damit wir quasi nicht so erschöpft sind am Ende eines Videos. Und dann könnten wir auch noch mal länger nachdenken. Und die ihr auch. Ja, liebe, wie war dein Name? Desami. Desami. Ist vielleicht eine Idee, die nahe liegt, wenn man gerade, wahrscheinlich unser letztes Recap, da war es besonders schlimm, sich anguckt. Da waren wir am Ende echt müde. Und war dann auch ziemlich froh, als wir selber zum Ende gekommen sind. Ich kann dir aber direkt sagen, also diesen Luftballon muss ich direkt zerstechen, denn das machen wir auf gar keinen Fall. Also wirklich, bei aller Liebe, wir machen es wirklich gern. Wir hoffen, ihr habt weiterhin Spaß und seid gern dabei. Aber dass wir jetzt aus einem Recap quasi 2 Videos machen, das sehe ich absolut gar nicht. Und ein bisschen zur Erklärung, also momentan gehen halt auch wirklich 3 Abende die Woche für Game of Thrones drauf, was überhaupt kein Problem ist, weil es uns riesen Spaß macht und ich finde es gerade in dieser Staffel wirklich auch super, mit euch zu diskutieren und zu lesen, was
was ihr alles so in den Kommentaren schreibt. Aber irgendwann brauchen wir auch, gerade weil wir es beide wirklich als Hobby und unsere Freizeit machen, auch noch irgendwie Zeit für was anderes. Und noch ein weiteres Video wäre nicht möglich. Zumal wir auch echt eigentlich gerne mal wieder irgendein Video vielleicht zwischen reinschieben würden über irgendwas anderes. Aber dafür braucht man halt auch Zeit. Daher. Wir müssen mal wieder einen ganz normalen Film sehen vielleicht. Na, wir haben eigentlich gerade eine Menge super Filme gesehen, über die wir Videos machen könnten. Nur, ach, wann denn nur? Ja, ja. Also auf jeden Fall, ich hoffe, es ist okay und du bist uns jetzt nicht böse. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, unsere Recaps sind im Schnitt ja vielleicht ein bisschen länger und ich glaube, die meisten von euch finden das ganz gut, aber irgendwann ist halt auch mal, also man muss, glaube ich, jetzt keine 3 Stunden über eine 50-Minuten-Folge reden. Irgendwann ist dann, glaube ich, auch echt mal alles gesagt und der Drops gelutscht und ich denke, das ist nach einem Video in den allermeisten Fällen ist das gegeben. Und ich meine, wenn es was geben sollte, wie letztens diese Zeitreisegeschichte, haben wir immer noch das nächste Recap, wo man dann auf Punkte eingehen kann, die es beim letzten Mal einfach nicht reingeschafft haben, aber ein eigenes Video dafür, glaube ich, ist ein bisschen Overkill. Ja. So, weiter geht's. Zwölfe sagt, dass sie keine Ärztin ist und auch nicht weiß, inwiefern du das schon bedacht hast bei deiner Theorie, aber ob es nicht ein bisschen merkwürdig wäre, wenn Sansas Körper es geschafft hätte, da bei diesem ganzen Stress, einschließlich der Kälte, der Verfolgungsjagd, den Bluthunden, dem Sprung aus dem von der Mauer, wenn es ihr Körper da geschafft hätte, eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Also ich hätte es für total realistisch gefunden, aber also auch das Fass müssen wir jetzt nicht komplett nochmal neu aufmachen, aber ich fand es generell auch schon unrealistisch, wie Sansa und Reek überhaupt diesen Sprung völlig unbeschadet überlebt haben. Also lass uns dieses Fass bitte ziehen. Nee, ich meine nur, also ich meine, das habe ich jetzt einmal angemerkt, ich habe das aber abgehakt als, und da ist nicht mal Game of Thrones vorgefeit. Am Ende des Tages ist es halt auch eine Fernsehserie, die die Realität nicht zu 100% widerspiegelt. Und da überleben manche Figuren vielleicht mal so einen Sturz, bei dem ich denken würde, okay, aber wenigstens ein gebrochener Fuß wäre schon drin. Und wenn mir die Macher jetzt sagen sollten, Sansa ist tatsächlich schwanger und diese Schwangerschaft hat überlebt, dann ist das nicht realistisch, aber davon habe ich mich, was das angeht, auch schon länger verabschiedet. Deswegen wäre ich da jetzt nicht mal sauer. Ich würde mich eher freuen, weil ich dann recht gehabt hätte mit meiner Theorie. Also ich finde es... Ich glaube, ich habe auch mehr Ahnung als du von dem Thema. Ja, wahrscheinlich. Und also ich glaube ja erstmal glaube ich nicht, dass Sansa schwanger ist, aber wenn, wäre es jetzt, glaube ich, auch nicht so ausgeschlossen. Gerade in dieser Welt, in der Leute, wie du schon gesagt hast, von so einer Mauer hüpfen können. Und wenn, wäre es ja offensichtlich noch sehr am Anfang der Schwangerschaft gewesen. Ich meine, es sind wirklich, weiß Gott, keine idealen Bedingungen, aber es kriegen dauernd irgendwo auf der Welt, werden Frauen unter absolut unidealen Bedingungen schwanger. Und sehr schön gesagt. Ja, ja. Also ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache. Wir wissen ja nicht, wie das bei Sansa so aussieht. Wir haben nur die Anzahl ihrer Geschwister und wissen, sie kommt wohl generell aus einer eher fruchtbaren Familie. Absolut, ja. Also möglich, völlig ausgeschlossen finde ich es nicht, eben wegen dem Argument, also kamen ja selbst nach 45 in Deutschland noch Kinder zur Welt, und da waren die Bedingungen, glaube ich, auch Kälte, Hunger, war alles nicht so super, ja, und trotzdem. Ja, ey, du wirklich gesagt, also ich meine, wenn man so anfängt, dann glaube ich, dann kann man sich sehr, sehr vieles in Game of Thrones auch selber zerreden. Aber, ja, also. Und das Allerwichtigste ist, ich glaube nicht, dass sie schwanger ist. Und deswegen, also ich, du hast mich ja echt ein bisschen durcheinander gebracht mit deiner Theorie und ich habe darüber jetzt nachgedacht und ich glaube es nicht. Und find's auch, also bevor sie mir noch irgendeinen Hinweis geben, und dein Haupthinweis war ja, dass sie gesagt hat, I feel it in my body and not only in my tender heart. Und ich finde, den Satz kann man halt auch völlig anders verstehen. Klar, und ich habe ihn wirklich so verstanden, dass sie noch spürt, was er mit ihr getan hat, aber dass es nicht bedeutet, ich trage jetzt sein Kind in mir. Also kann man so sehen, ja. Aber halt auch anders. Und deswegen geht's jetzt weiter und wir warten erstmal ab. Ja, das, ja, was bleibt uns anderes übrig? Abwarten. So. Immer abwarten. Und dann kommt noch eine Frage von Leonardo Divina. Der spielt er vielleicht in irgendeinem Assassin's Creed Time? Nee, Leonardo. Auf jeden Fall ein cooler Name. Ja. Stylo. Ja, also erstmal vielen Dank für die Komplimente, die du uns machst, die ich jetzt nicht vorlese, aber dann kommt die eigentliche Frage, und zwar mit wem oder von wem, glauben wir, hat die Priesterin des Lords of Lights gesprochen, als sie Varys gesagt hat, dass sie da diese Stimme gehört hat? Und also ich habe mich das wirklich auch schon lange gefragt und lustigerweise habe ich vor einiger Zeit genau diese alte Folge von Game of Thrones gesehen, in der Varys diese Geschichte erzählt, das erste Mal. Ich glaube, es war in Season 3 oder so. Und beim zweiten Gucken ist mir auch wieder wieder eingefallen, dass es bei ein Detail ist, über das kein Mensch mehr gesprochen hat. Und seitdem habe ich es aber auch nicht wieder vergessen. Und dass jetzt letztens nochmal aufkam, diese Stimme, finde ich sehr schön. Denn meiner Meinung nach gibt es jetzt gerade eigentlich nur eine Person oder ein Indiz,
Ich meine, wer spricht denn gerade zu Leuten, ohne dass sie seine Anwesenheit körperlich spüren? Bran. Der hat Bran gehört. Frag mich nicht, wie, warum, wirklich Zeitreise. Da machen sich gerade ganz, ganz viel weitaus klügere Menschen als ich Kopf drüber, wie das alles hinhauen kann. Aber das ist für mich jetzt gerade die einzige Erklärung. Und dass es jetzt nochmal aufgebracht wurde, nachdem wir gesehen haben, was Bran kann, oder auch nicht kann vielleicht, das ist, glaube ich, jetzt kein kompletter Zufall. Deswegen sag ich Bran. Der hat Bran gehört. Überzeugt mich irgendwie nicht. Ja, du bist nie überzeugt. Doch, das ist nicht wahr, du hast schon... Ich mach mir voll Mühe. Ja, ich finde deine Theorie auch gut. Weißt du, warum ich ein Problem damit habe? Sag's mir. Weil das während so einem Zauberritual vorgekommen ist von irgendeinem obskuren Zauberer, von dem wir überhaupt nicht... Also, was soll denn Brenda jetzt im Feuer machen und sagen? Also natürlich, theoretisch kann er das schon sein. Und ich verstehe auch deine Ableitung, dass wir nicht wissen... Lass ihn leben. Vielleicht reist Bran wie bei Hodor in der Zeit zurück, um sicherzugehen, dass Varys, weil er später noch was sehr, sehr Wichtiges tun wird, nicht nach dem Ritual abgeschlachtet wird, wie es der Magier vielleicht vorgehabt hätte, sondern er hat ihn da quasi einfach auf die Straße geworfen und zum Sterben zuzulassen. Also es ist jetzt vielleicht keine Garantie, dass er überlebt, aber vielleicht hat Bran den Magier irgendwie davon abgehalten, das Ritual so zu vollführen, wie er es eigentlich gehabt hätte, oder ihn danach zu töten oder so. Weil möglicherweise Varys noch wichtig wird. Ja. Was du aber quasi erst jetzt demnächst raffst. Ja. Oder es war was ganz anderes. Oder es war halt einfach ein Dämon. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, sowas in der Art existiert ja eindeutig in Game of Thrones. Ja, also es ist auch nicht... Ich will es nicht so abschmettern. Ich schmetter seine Theorie nicht ab. Das merken wir uns alle mal. Ja, ich lass sie ja einwirken. Aber ich glaub's irgendwie einfach. Also das bringt jetzt in mir gerade, manchmal höre ich Theorien und denke, boah, ja, das passt. Nur meine nicht. Nein, seltener von dir. Ja, ich weiß. Aber die sind ja auch nicht ausformuliert und durchdacht. Ja, und in dem Fall, vielleicht hast du recht, aber ich glaube da momentan mehr an Dämon. Und ich habe, ich mach's ganz super, ich motz an deinen Ideen rum, habe aber selbst gerade überhaupt gar keine eigene. Ja. Deswegen, ich habe keine Antwort. So, also ich habe keine Ahnung, wer da gesprochen hat. Ich habe mir gar nicht so tief Gedanken drüber gemacht, weil ich echt eher dachte, ja, wird halt irgendein Dämon gewesen sein. Also von daher hast du dir deutlich mehr Gedanken darüber gemacht als ich. Also wessen Stimme da überhaupt aus dem Feuer gekommen sein konnte. Ich meinte jetzt nicht speziell über diese Frage. Oder, sorry, ich bin noch ganz kurz bei meiner Idee. Oder Bran hat tatsächlich zu Varys selber gesprochen und hat gesagt, diene dem Reich. Und das ist fortan... Alles, was ihm im Leben wichtig ist, egal wie, egal unter wem, er muss irgendwie versuchen, das Reich zusammenzuhalten. Und deswegen ist Varys halt nicht hinter dem Eisernen Thron her, mutmaßlich, man wird's ja sehen, vielleicht hat er doch noch was anderes im Köcher. Okay, das glaube ich auch wirklich auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich glaube auch, dass Bran wirklich, wirklich wichtig wird und auch die Geschichte beeinflussen wird. Ich sehe den irgendwie überhaupt gar nicht hier in Braavos und auf der anderen Seite rumtouren. Und also er ist ja jetzt nicht der brennende Dornbusch. Also ich verstehe einfach nicht, warum der unbedingt aus dem Feuer sprechen sollte. Der ist ja sonst... Vielleicht kommt es ja alles noch und er baut seine Fähigkeiten da so aus, dass er dann wie in Harry Potter aus dem Feuer sprechen kann. Aber ich... Oder Gott! Ja, genau. Gott, Harry Potter. Ja, ich weiß auch nicht. Aber wirklich, wie so oft, und auch das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, und ich glaube, das ist wieder ein Punkt, da kann man das nochmal unterstreichen. Weil man solche Theorien aufstellt, heißt es ja nicht, dass man selber zu 100% daran glaubt. Das macht einfach nur Spaß, sich zu überlegen, was wäre, wenn, und sich ein bisschen die Bälle zuzuspielen. Deswegen, also wenn das jetzt völlig anders kommen sollte, bin ich jetzt auch nicht sauer oder enttäuscht, weil es jetzt gerade einfach nur ein Hirnfurz war. Und ich habe mir wirklich, ohne Scheiß, wir suchen uns ja immer die Fragen zusammen aus, aber ich habe mir über die Antwort überhaupt gar keine Gedanken gemacht, bis zu dem Moment, gerade als du sie wirklich laut vorgelesen hast. Ich dachte auch, nehmen wir einfach mal gucken, was wir sagen. So, das waren die Fragen. Jetzt gehen wir ans Eingemachte. Blood of My Blood, Episode 6. Und ich habe ja schon gesagt, also ich fand sie okay. War jetzt nicht meine Lieblingsfolge und global gesehen würde ich sagen, eine der schwächeren in 6 Jahren Game of Thrones. Nee, finde ich nicht. Ich fand sie auch überhaupt nicht schwach. Ich fand sie nur die Folge aus dieser Staffel, die bei mir den geringsten Redebedarf ausgelöst hat. Ich meine, es kommt auch wirklich drauf an, wie man schwach definiert. Aber ich fand nicht, dass sie schlecht geschriebene Szenen hatte. Fand ich überhaupt nicht. Ich finde, das war eine typische so eine Follow-up-Folge. Ja, absolut. Und also gleichzeitig ein Follow-up und auch schon wieder alles in Position bringen fürs Nächste. Aber es ist einfach wenig passiert, was jetzt so ein What the fuck ausgelöst hat. Und das Einzige, was ich kritisieren würde, ist das Ende. Aber dazu kommen wir später, weil ich das
anders gemacht hätte. Ich finde, sie haben extra versucht, unbedingt noch irgendeinen Bams reinzubringen. Also mit der Szene von Daenerys am Schluss. Mhm. So, man muss den Zuschauern irgendwas Großes geben, weil bislang hatten sie in fast jeder Folge was Großes. Und ich finde, dass es ein bisschen künstlich gewirkt hat. So gern ich die Szene mochte und ich habe sie wirklich sehr gefeiert, aber die hat sich für mich sehr geskriptet angefühlt. Also nicht, als hätte sich das gerade organisch aus der Geschichte ergeben, sondern als hätten die Macher beschlossen, so, aber wir brauchen jetzt noch irgendwas, damit die Folge nicht so... Also sonst meckern ja alle. Wir brauchen noch irgendwas. Also wir werden ja über diese Daenerys-Szene auch nochmal reden. Und ich finde es gut, dass du gesagt hast, denn ich habe es ähnlich empfunden. Und das ist umso ironischer, weil es vorher eine Szene gegeben hat, die fast perfekt als Endszene... Ja, du meinst die, von der ich das auch gesagt habe. Genau, ja, ja, genau. Ich will nur nicht zu weit vorausgreifen. Wir gehen jetzt die Szenen alle mal durch. Aber ich sehe es auch so. Und darüber hinaus fand ich die Szene auch aus anderen Gründen nicht so wirklich geil. Also, ich meine, und es ist vielleicht auch, muss man auch sagen, es ist vielleicht auch schwer, einfach die emotionale Wucht der Hodor-Folge letzte Woche in irgendeiner Form doch zu toppen. Also es ist ja nicht so, dass diesmal überhaupt nichts passiert wäre, aber ich meine, wirklich diese Endszene mit Hodor, ich glaube, das wird uns alle noch ein bisschen länger verfolgen und vielleicht muss so die Follow-up-Folge da ein bisschen abstinken. Also, ich stört es voll. Ich finde. Okay, sorry, ja, okay, ich spreche nur für mich. Genau, ja. Also mich stört es deshalb, weil ich finde halt abstinken und schwach sind schon sehr negative Wörter. Schwächer. Ja, also... Ich kann natürlich auch nur für mich sprechen, aber ich fand, das war auch eine gute Folge und ich habe die Atempause fand ich eigentlich ganz angenehm. Okay. Also gerade weil, wie du sagst, man die letzte Folge noch ein bisschen verdauen muss, fand ich es ein bisschen angenehm, alles ein bisschen sacken zu lassen, zu sehen, wie es jetzt weitergeht. Und also ich mache mir wenig Sorgen, dass das jetzt nur mal ein kurzes Luftholen ist, bevor es mit Karacho weitergeht. Das hoffe ich doch sehr. Aber schauen wir mal. Fangen wir einfach... Lass uns einfach chronologisch anfangen. Wir sind nämlich direkt bei Bran. Und das war nämlich zum Beispiel eine Sache, die hat mir gefallen. Ich finde, das war ganz nett, wenn eine Folge aufhört und die nächste geht direkt bei der Szene 12 Sekunden später weiter. Ja, und was soll ich sagen? Also ich meine, da haben wir schon direkt den ersten dicken Pluspunkt. Und ich habe innerlich ein bisschen gejubelt. Und ich glaube, ich habe es auch geäußert. Was habe ich gesagt? Fucking Benjamin ist wieder da. Und das finde ich richtig, richtig cool. Also das gefällt mir extrem gut. Was mir nicht wirklich gut gefallen hat, war die Art, wie sie ihn wieder eingeführt haben, wie sie ihn etabliert haben. Das fand ich, und ich habe beim zweiten Mal gucken explizit darauf geachtet, das fand ich ein bisschen zu viel. Das war für mich ganz persönlich war es so ein wenig over the top, dass ich so einen schwarzen Reiter habe auf einem schwarzen Pferd, der auch noch das Gesicht verborgen hat. Also da wirkt er, also da wirkt diese ganze Szene fast... Weiß nicht, wie war es aus den Shannara Chronicles oder so. Also das fand ich fast schon zu klischeehaft Fantasy-mäßig. Da hätte ich es wirklich cooler gefunden, wenn während die Zombies angerannt kommen. Weiß nicht, meinetwegen hätte auch wirklich einfach nur aus dem Büsch kommen können und sie irgendwie schnell zu sich ins Versteck huschen lassen und dann raffen sie erst, fuck, das ist Benjen Stark. Das hätte mir vollkommen gereicht. Also diese übertheatralische Inszenierung und ich glaube, am meisten hat mich gestört, dass er so lange sein Gesicht verborgen hat. Ich verstehe schon, das ist so ein Moment für die Fans. Und wir sind. Das ist ein Moment für die Bücherleser. Und ich muss jetzt mal kurz einhaken, weil die Bücherleser, mich eingeschlossen, hätten, glaube ich, einen echten Aufstand gemacht, wenn das so gewesen wäre, du es dir gewünscht hast. Weil das so eine lang erwartete Figur ist, von der wir gedacht haben, sie käme gar nicht vor. Und in den Büchern ist es so. Da ist es möglicherweise auch ein bisschen anders. Ich versuche das jetzt möglichst ohne Spoiler für die Bücher zu machen, weil die Story da nicht ganz genauso ist. Aber es gibt halt diesen vermummten Charakter, Cold Hands, der andere Figuren als die beiden zunächst mal rettet und das auch wirklich mit so einem Auftritt tut. Also er räumt die halt aus dem Weg und man sieht, dass er auch wirklich was drauf hat. Also der holt die eben nicht nur in sein Versteck. Das wäre einfach zu lame gewesen, wenn sie das dann in der Serie so gemacht hätten. Und natürlich fragen wir uns seit Jahren, ob das Benjen ist. Allerdings hat vor Jahren ein Lektor das in den Rand geschrieben von so einer Ausgabe vor dem Druck und hat George Martin quasi noch im Lektorat gefragt, ist this Benjen? Und dann hat er No drunter geschrieben, das unterstrichen und ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Und deswegen rätseln da Fans jetzt seit Jahren, ob sich da George Martin einen Gag erlaubt hat, ob es zwei verschiedene Figuren sind. Es gibt nämlich auch einige Sachen, die dagegen sprechen. Und die Bücherleser wissen es jetzt natürlich immer noch nicht, ob das in den Büchern dann zwei getrennte Figuren sind.
Allerdings, es hätte ja auch nicht so funktioniert. Also ich glaube, dass sie vermummt angefangen hatten, war eine Referenz an die Bücher. Es hätte aber natürlich nicht funktioniert, ihn wie in den Büchern längerfristig das nicht aufzulösen mit seiner Identität, weil wir ja schon in den Augen gesehen haben, dass das Benjen ist. Also war ja völlig klar. Ja, und deswegen fand ich die Szene total großartig. Und also ich finde auch, dass sie emotionale Wucht hatte. Ich war echt nicht ganz so gerührt wie bei anderen Figuren, aber ich fand es echt sehr schön, ihn wiederzusehen. Und also vielleicht ist das die andere Perspektive vom Bücherleser. Ich fand, es war ein super Moment und auf gar keinen Fall hätte ich gewollt, dass er sie nur ins Gebüsch winkt. Ja, das war jetzt... Hier, ich habe Süßigkeiten. Du bist wirklich... Wenn ich es besser wüsste, würde ich sagen, du schreibst 80% unserer YouTube-Kommentare. Du legst nämlich auch immer Worte auf die Goldwaage, wenn es dir gerade passt. Ich meinte natürlich nicht eins zu eins, dass er sie wirklich, komm mal rüber hier ins Gebüsch winkt. Ich meinte nur, ich fand das einfach ein bisschen zu theatralisch und zu Klischee-Fantasy-mäßig etabliert und inszeniert. Und vielleicht ist nur ein kleines Detail, aber was mich am meisten gestört hat, war tatsächlich, dass er so lange sein Gesicht verborgen hält. Weil zum einen sieht er aus wie Gareth aus Thief, aus dem Videospiel. Und zum anderen, also da spürst du einfach als Zuschauer, dass sich hier gerade die Logik der Inszenierung unterordnet. Und das kann manchmal total zu wahnsinnig geilen Szenen führen. Aber bei so einer eher ruhigen oder fast intimen Szene, so hätte ich es, glaube ich, eher inszeniert, finde ich's, also ich denke da einfach drüber nach, dass das Quatsch ist, dass er so lange sein Gesicht verbirgt, bis ihn irgendjemand fragt, wer er eigentlich ist. Ich meine, das ist Brandon. Ach, ist einfach nur gewollt, dass er sich früher entschleiert. Entschleiert. Ja, entweder früher oder vielleicht irgendwie meinetwegen hätte er auch diese Gesichtsmaskierung gar nicht haben brauchen. Vielleicht kann man ihn so inszenieren, dass man sein Gesicht einfach lange nicht sieht in dem ganzen Trubel. Ich meine, der rettet die kleinen Kinder da vor den Zombies. Und dass er die ganze Zeit da sitzt mit verstecktem Gesicht, bis Bran ihn fragt, wer er ist. Und dann lüftet er im Close-Up das Ding, wo jeder schon wusste, wer es ist. Da dachte ich so, ach nee, komm, ihr seid cooler, Game of Thrones. Die Serie ist cooler. Ihr müsst es nicht so machen. Andere machen das. Seid eigenständiger. Deswegen kriegt diese nur die Inszenierung der Szene bei mir ein kleines Minus. Aber dass Benjen wieder da ist, finde ich natürlich total geil. Ich bin auch sehr gespannt, was jetzt eigentlich seine weitere Geschichte, sein Plan werden wird. Ich verstehe das jetzt so, dass er ist jetzt ein halber Eiszombie, der aber... Ein guter Eiszombie. Genau, ein guter Eiszombie. Also wenn mir das jemand vorher gesagt hätte ich gesagt, what? Und da warte ich jetzt einfach mal drauf ab, ob mir das alles so gefällt. Dass er da ist, ist cool. Ich bin noch nicht komplett von der Idee überzeugt, dass er jetzt ein guter Eiszombie ist. Da warte ich einfach mal ab. Also ich finde es echt interessant, dass wir das so unterschiedlich wahrgenommen haben, weil ich fand die Szene, und ich habe beim zweiten Mal dann auch noch mehr drauf geachtet, ich fand halt auch die Action vorher, wie er sie rettet, ziemlich cool. Und zwar, mich hat das auch an Videospiel erinnert, aber an Prince of Persia, wie er die Skelette weghaut. Das fand ich sehr schön. Und die ganze Verfolgungsjagd vorher, das war ja auch keine ruhige Stimmung. Also ich habe die Stimmung mehr als, wir fliehen panisch durch den Wald und jetzt sind die Zombies wieder da und irgendjemand muss sie killen. Und deswegen hat sich für mich die Szene echt sehr natürlich ergeben, dass das jetzt eine Action-Szene ist und kein hier kommt ins Versteck. Wie gesagt, ich glaube, da spielt wirklich die Perspektive nur Seriengucker und Bücherleser mit rein, weil... Vielleicht. Weil ich es echt schade gefunden hätte, wenn es ein zu ruhiger Auftritt gewesen wäre. Ich will schon sehen, dass der was reißen kann. Ja, das stimmt, das hat er gemacht. Und das ist dann doch wieder ein positiver Punkt. Da habe ich beim zweiten Gucken echt drauf geachtet, weil am Ende der letzten Folge, wie wir gesehen haben, wie Hodor die Tür zuhält und dann, der ganze Tunnel war ja voll mit den Eiszombies. Und dann dachte ich schon, okay, wenn wir in der Szene wieder starten, dann will ich aber auch echt ein paar Eiszombies sehen und nicht nur so zwei, drei, die den nachtapsen, denn die haben auch nichts anderes zu tun. Und tatsächlich bekämpft Benjen, ich glaube, 7 oder 8, ja, was jetzt irgendwie immer noch vergleichsweise wenig ist. Wahrscheinlich sind da eigentlich mehr, 500 müssen jetzt eigentlich unterwegs sein, aber das ist schon okay. Und das finde ich dann doch wieder ganz nett, dass sie nicht nach 3 gesagt haben, so, der Zuschauer hat's gerafft, alles klar, die Gefahr ist gebannt. Ja. Sondern dass echt noch einer kam und noch ein Skelett und noch eins und noch eins. Und das fand ich dann in der Tat wieder ganz schön. Und er hat immerhin dadurch seine extrem coole Waffe zeigen können. Was ist das, so ein Feuerstein mit Klinge an der Kette? Also so ein Entzündung? Für mich hat's ausgesehen wie ein brennender Morgenstern. Ich habe so, länger nicht drüber nachgedacht. So habe ich's genannt in meinem Kopf. Brennender Morgenstern. War gut. Ja. Nur ich glaube, dass Morgensterne... Ja, die sind ja...
Das da ist so. Nein, nicht. Ah, das ist doch so laut. Oh, Entschuldigung. Ich wollte doch nur einen Morgenstern. Glück. Ich wollte doch nur einen Morgenstern sagen. Jetzt darf ich es bestimmt nicht zurücklegen. Nein, lass es sagen. Nein. Und auch da nicht. Halt's jetzt bitte in der Hand. Ich halte es jetzt in der Hand. Nein, weißt du, was sagst, was mir nicht gefällt? Nein, Quatsch. Dann werde ich auch noch handscheu. Nein, ja. Leg es bitte hin. Ich mache mir Sorgen, dass du dich verletzt. Man weiß es ja nie. Ja, genau. Also Benjamin ist wieder da und hat quasi nochmal bestätigt, dass Bran jetzt der neue Rabe ist. Also er hat es auch nochmal gesagt, was so wahnsinnig viele Leute auch von euch vermutet haben. Auch hier, wie ganz genau die Details aussehen, weiß ich nicht, aber das halte ich jetzt für ziemlich sicher. Da habe ich eine Frage dazu, beziehungsweise eine Beobachtung. Er hat nämlich nicht gesagt, er ist der neue Rabe. Er hat gesagt, er lebt wieder. Ja. Und da habe ich drüber nachgedacht, ob wir jetzt einfach uns nur im fröhlichen Formulieren befinden. Nee. Oder, also ob das auch in dieses Zeitparadoxon mit reinspielt und also wenn Benjamin, während er sagt, er lebt wieder hochguckt und eine Sekunde später wird Bran wach, dann ist das kein Zufall. Nee. Also ich verstehe das so wie eine Form von Reinkarnation. Also der Three-Eyed Raven, was oder wer auch immer er war, aber hat quasi seine Essenz oder seine Aufgabe oder seine Fähigkeiten weitergegeben an Bran. Und so verstehe ich das, er lebt wieder. Oder Bran ist es quasi. Also ich weiß auch noch nicht genau, wie das funktioniert, aber also so, dass der Three-Eyed Raven kein Amt ist, sondern tatsächlich eine Person und dass in gewisser Weise es Bran da zweimal gab. Ich rede einfach. Ich weiß, dass das gerade keinen Sinn ergibt, aber ich glaube, dass das eine tiefere Bedeutung hat, dass er sagt, er lebt wieder. Und also ich weiß nicht, ob das so gemeint war wie im Sinne von, das ist ein Amt und jetzt haben wir wieder einen oder... Also das mit der Essenz fand ich gerade einen schönen Gedanken. Ja, Amt, das klingt jetzt irgendwie auch so trocken, aber ich meine, also als hätte quasi jemand die Fackel weitergereicht an die nächste Generation. Es muss immer ein Three-Eyed Raven geben. Ja, genau. Und ich frage mich genau das. Und ich glaube aber, dass es nicht unbedingt so ist, sondern dass Bran noch eine tiefere Verbindung hat zum Three-Eyed Raven. Okay, ja, vielleicht. Aber ich kann es auch noch nicht besser erklären. So, lass ich weiter sacken. Und ich wollte noch sagen, wie gut mir Mira in der... Folge gefallen hat. Also die Schauspielerin, ich finde, dass sie das... Also ich habe ihre Verzweiflung gespürt und da ich es wirklich hasse, durch den Schnee zu stapfen, und du vermutlich noch mehr als ich, du magst ja Kälte überhaupt nicht. Wirklich bei der Szene, ich fand es schön, weil ich selber auf meinem kuscheligen Sofa das Gefühl hatte, mit ihr zu frieren und zu denken, boah, würde ich jetzt Bran einfach gerne im Schnee liegen lassen. Das wäre wirklich das Einzige, was ging ein Leben als Nordmann, sprich die ewige Kälte, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ja, mich hat es zu der Frage, schade, dass uns die noch niemand gestellt hat, aber ich beantworte sie trotzdem. Ich habe da festgestellt, wenn ich mit irgendeinem von den Hauptpersonen, mit irgendeiner der Hauptpersonen unterwegs sein dürfte, weil, sagen wir mal ehrlich, man ist nicht immer die Hauptperson, von wegen Frage, wer wärst du gerne in der Geschichte, meistens ist man doch eher ein Sidekick. Wessen Sidekick ich am wenigsten gerne wäre, und das wäre ganz, ganz klar Bran. Den muss man die ganze Zeit rumschleppen, dann auch noch durch den Schnee und die Hälfte der Zeit liegt er mit verdrehten Augen am Boden. Also, und zwei Leute sind wegen ihm auch schon gestorben. Ah ja, genau, ja, das kommt dann auch noch dazu. Und so super sympathisch finde ich ihn generell auch, also verstehe ich, er hat es auch wirklich nicht leicht, aber ich glaube, ich wäre mit fast jedem anderen lieber unterwegs. Ja gut, aber dafür wird er dich wahrscheinlich auch im Schlaf nicht erdrosseln. Und das wüsste ich jetzt nicht von absolut jedem anderen Charakter, ganz sicher zu sagen. Nee, aber ich muss ja nicht ausgerechnet einer Drossler aus. Also ich wollte jetzt auch nicht alternativ zu Ramsay, aber so, auf gar keinen Fall zu Bran. Ich glaube, das war das Wichtige erstmal aus. Auf jeden Fall ist Uncle Benjamin wieder da und das finde ich schon mal sehr gut. Genau. Und wir haben uns schon im Vorfeld entschieden, nicht zu ausführlich auf die Vision einzugehen, die Bran hat. Diese Bing. Ach so, ja, stimmt, stimmt. Nicht so ausführlich, aber den auch kurz. Genau, nicht so ausführlich, ganz kurz. Ich meine, wir haben jetzt mal den Mad King ganz kurz gesehen, wie er geschrien hat, Burn them all, was langsam, finde ich, doch dafür spricht, dass vielleicht Bran in der Tat irgendwas damit zu tun gehabt haben könnte. Und wir sehen auch, wie das hier das Wildfire abgefüllt wird, diese grüne Substanz. Und halt sonst relativ vieles entweder aus der Vergangenheit... Ja, alle waren aus der Vergangenheit. Ne? Ich habe es mir nochmal in langsam angeguckt, aber ist alles schon passiert. Ja, ich habe irgendwo gelesen, es gäbe wohl auch Eindrücke aus der Zukunft, wenn man quasi Frame für Frame sich das anguckt, aber das war mir dann einfach zu viel Arbeit. Also wenn ihr es gemacht habt oder irgendwo gesehen oder gelesen habt, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Aber also das war mir jetzt dann doch zu viel. Ja, also ich habe mir die Vision nochmal angeschaut. Ich habe jetzt noch keine, bei mir hat jetzt das kein, boah, darüber muss ich jetzt dringend reden, ausgelöst. Sondern das waren jetzt Bilder, gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir sehen auf jeden Fall, dass er gerade, also
Bran lädt viel runter in seinem Kopf gerade und ja, genau. Mehr weiß ich noch nicht. Als wenn er das nächste Mal aufwacht, sagt er, ich kann Kung Fu. Auf jeden Fall in dieser, ja, wirklich in dieser Vision, wir haben eigentlich nichts Neues gesehen. Nur dadurch, dass wir jetzt mehr wissen, kann man sich vielleicht anderen Kontext dazu ausdenken. Und ich glaube, dazu war das eher da und nicht wirklich, dass man jetzt Frame für Frame guckt, wo verstecken sich irgendwelche Hinweise. So habe ich das jetzt nicht unbedingt verstanden. Deswegen scheint mir Bran auf jeden Fall echt logischerweise immer wichtiger zu werden und seine Szene deutet für mich nur darauf hin. Okay, dann würde ich gerne aufgrund von einer schönen Überleitung mit weiteren zurückgekehrten Figuren weitermachen und kurz darüber reden, was sich gerade in den Riverlands um River Run und so die Twins rum entspinnt. Und das passt unter anderem deshalb so gut. Ich muss da ganz kurz ein bisschen verklausuliert sprechen, nämlich für Leute, die die Bücher gelesen haben und versucht es total spoilerfrei zu machen. Dadurch, dass jetzt Cold Hands aufgetaucht ist, halte ich es nämlich für sehr, sehr möglich, dass eine andere Figur, die von der wir dachten, dass sie nicht kommt, dass sie möglicherweise in der sechsten Staffel noch einen Auftritt haben wird. Ey, Mann, verdammt, sogar ich weiß, von wem du sprichst, weil ich dachte, die Figur kommt eh nicht mehr vor. Kann ja alles mal nachlesen und ja, schön den Arsch kniffen. Ja, also ich glaube, die kommt vor. Aber wir sagen es trotzdem nicht. Nee, es gibt ja bestimmt noch Leute, die es nicht kennen. Ja, genau. Ja, also ich glaube jetzt, dass das noch passieren wird, zumal, also ich glaube, wir gehen jetzt quasi in den Büchern ein Stück zurück und jetzt wird was kommen, was in den Büchern dann doch passiert ist, weil sich demnächst alle Figuren, die man in den Büchern dafür bräuchte, befinden sich demnächst um River Run herum. Und deswegen kann ich leider in der Folge nicht ganz klar sagen, was ich glaube, was in nächster Zeit passiert, weil wenn ich recht habe, wäre das natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ja, das wäre richtig dumm. Ich meine, dann freue ich mich zwar, aber alle anderen hassen mich und deswegen verzichten wir darauf. Und ich hoffe, zumindest zwei oder drei Leute von euch haben die Bücher gelesen und sitzen jetzt nicht da und denken, what? Ja, das wäre schön. Lasst euch überraschen. Und, also ich weiß ja noch sehr viel weniger als du, logischerweise. Aber wenn es so kommen sollte, wie du gerade angedeutet hast und möglicherweise eine Figur doch noch hier einen Auftritt hat, dann macht es, glaube ich, so im Großen und Ganzen auch extrem Sinn, das quasi erst jetzt zu bringen. Denn wäre das wirklich chronologisch passiert, wie es wahrscheinlich in den Büchern passiert ist, also vor drei Seasons oder so, wäre dazwischen nicht so wahnsinnig viel damit passiert. Und das hätte die Leute wahrscheinlich nur noch mehr verwirrt. Ja, auf jeden Fall. Von daher, ich glaube auch, das war schon vielleicht nicht ganz doof, wenn es so kommen sollte, sich das tatsächlich bis zu dem Punkt aufzuheben, wo es dann auch wirklich Sinn macht, das einzuführen und das ist vielleicht jetzt demnächst. Das glaube ich auch und was auch noch dafür sprechen würde ist, dass mir aufgefallen ist, dass die Brotherhood Without Banners wieder erwähnt wurde, ja, genau. Die halt auch eine wichtige Rolle bei dem, von dem ich denke, dass es passiert, spielt. Mhm. So und ja, okay. Die Spekulationen und schießen ins Kraut. Also das Wichtige ist, Brynden Blackfish Tully hält immer noch, beziehungsweise wieder Riverrun, er hat es zurückerobert. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, und ich meine, das ist schon keine geringe Info, denn beim letzten Mal haben wir noch spekuliert, ob das überhaupt erstmal eine Lüge von Littlefinger war. Ja. Scheint aber keine Lüge gewesen sein. Also vielleicht war Littlefinger in der Szene dann doch ehrlicher, als man das so wahrhaben wollte. Genau, und Edmure Tully lebt auch noch. Der wird jetzt seit längerer Zeit, also wir wissen ja nicht, wie viel Zeit jetzt exakt vergangen ist seit der Red Wedding, aber seitdem lebt er da offensichtlich. Und ich meine, er sieht ja jetzt nicht... Er sieht jetzt nicht glücklich aus, aber auch okay. Die Frau, die neben ihm stand, war das, also die neben Frey stand, Walder Frey, war das seine Frau oder war das die Frau von Edmure? Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie die Frau von Edmure aussah. Ich habe mir auch die Red Wedding jetzt nicht extra noch 5-mal angeguckt, deswegen... Süß und jung, ich bin mir auch nicht sicher. Ja. Ich fand's auch. Ich glaube, die wollten uns jetzt eh erstmal zeigen, dass er auf jeden Fall noch da ist. Was mir auf jeden Fall in der Szene aufgefallen ist, ich meine natürlich, wir alle hassen Walder Frey. Ist total klar, aber ich musste so über ihn lachen und hatte echt ein gewisses Mitgefühl mit diesem Mann, mit seiner gigantischen Familie aus Vollpfosten. Ja. Mein Gott, alles muss man selber machen und dann ist der Mann auch noch so alt, dass er es wirklich auch nicht mehr selber machen kann. Fand ich ein bisschen lustig und so... Die Wollnys. Ja. Sehr schön. Wollny frei. Ja, daran hat sich wirklich ein bisschen erinnert. Nicht, dass ich das gucken würde, aber an das Gefühl. Ich glaube, so eine Reality-Show aus dem Hause Frey. Ja, die Freys. Wieder mal für eine neue Show für Westeros TV. Don't fuck with the Freys. Tada! Ja, ich find's gut. Ja, und ich fand es auch schön, wie er sich aufgeregt hat in seiner Rede. Ja. They're laughing at us! Wie er doch mal so richtig aus sich raus... Aber ich dachte wirklich, der Schauspieler ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Und das letzte Mal haben wir ihn gesehen in The World's End. Ja. Da spielt er auch mit.
Und also ich bin echt froh, positiv. Sprich für dich, ich habe dazwischen bestimmt Harry Potter geguckt. Ja, okay, wahrscheinlich. Gut, habe ich nicht. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, da wirkte er irgendwie auch sehr, sehr alt und gebrechlich. Und ich bin froh, dass es offenbar wirklich die Rolle war und nicht die Person selber, weil ich mir wirklich fast um den Schauspieler in den letzten Jahren ein bisschen Sorgen gemacht habe. Und deswegen war ich wirklich sehr froh zu sehen, dass er noch dieses alte Arschlochmäßige hat, was Walder Frey hat, und auch dieses gewisse Feuer. Deswegen fand ich die Szene mit ihm sehr schön. Das stimmt, ja. Also Feuer hat er auf jeden Fall gehabt. Und ich muss gerade noch kurz sagen, das letzte Mal hast auch du ihn in Harry Potter gesehen. Du hast nämlich mit mir Harry Potter geguckt, den ersten Teil. Ey, ohne Scheiß, ich weiß fast nichts mehr davon. Ja, ich hätte mit dir ja auch viel lieber den dritten Teil. Ich weiß auch nicht mehr, wo der... Ich wollte ja auch mit ihm den dritten Teil gucken, aber das hätte es auch nicht besser gemacht, wieder ohne jedes Vorwissen so einzusteigen. Und ich glaube, wir werden halt auch maximal einen im Jahr gucken. Deswegen in 7 Jahren haben wir dann vielleicht alle gesehen. So, das Video ist aber nicht ab 12, deswegen können wir wieder über coole Sachen reden. Ja. Game of Thrones. Sehr gut. Also. ja, ich glaube, das war's auch schon an der Szene. Also, ich meine, Jamie ist jetzt auf dem Weg dahin, der wird ja jetzt dahin geschickt und jetzt gucken wir mal, wie es da weitergeht. Also ich habe da keine große Spekulation, beziehungsweise ich kann nicht sagen, wie ich glaube, dass es weitergeht, weil ich wirklich da glaube, es wird passieren, wie was in den Büchern passiert, und deswegen kann ich es nicht sagen. Wie in der guten alten Zeit? Naja, also Walder Frey hat deutlich gemacht, dass er auf jeden Fall Riverrun zurückerobert haben will. Ich fand auch nett, dass eben, wie du es gesagt hast, im Nebensatz nochmal erwähnt wird, dass sich jetzt die Brotherhood Without Banners gegen sie gewandt hat, beziehungsweise sie immer wieder überfallen. Die Häuser? Genau, die Häuser haben sich auch gegen sie gewandt, und eigentlich wäre dann für Walder Frey alles verloren, wenn er nicht irgendwie das Ass in der Ärmel hätte, nämlich Edmund Tully. Und auch da wieder, das ist echt nur eine Kleinigkeit, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, aber beim zweiten Guck ist mir aufgefallen, wie wäre diese ganze Szene, also wie hätten sie sie aufgelöst, wenn die beiden einfach wirklich aus dem Saal gegangen wären, so, ja scheiße, dann müssen wir jetzt das Schloss wieder einnehmen. Also ich meine, eigentlich kann doch der Plan nur sein, irgendwie die Geisel zu seinem Vorteil einzusetzen. Und wenn die beiden, nachdem sie quasi die Abfuhr bekommen haben und den Befehl, das Schloss jetzt wieder einzunehmen, wenn sie sich einfach umgedreht hätten und gegangen wären, dann hätten sie wahrscheinlich nie erfahren, dass Walder Frey ihr Vater übrigens Edmund Tully hat. Und ich finde, das ist weitaus wichtiger. Also darauf würde ich den Plan noch eher fußen und nicht mal so ganz am Ende des Satzes vielleicht noch so erwähnen. Aber das muss er doch wissen. Also das müssen die... Nee, offenbar nicht. Doch, weil die beiden auf der Red Wedding waren und der... Ja, aber die wirken so überrascht. Echt? Fandst du? Ja. Na, ich meine, also warum sollte er seine Geisel jetzt mal da groß nochmal vorführen, wenn er nicht den Anwesenden zeigen wollte, was jetzt eigentlich sein Geheimer, sein Ass in Ärmel ist? Ich habe das als nicht sehr elegante Exposition für den Zuschauer gesehen, aber nicht als... also er hat ja nochmal betont, dass sie ihm hier den Dolch... sollen den Dolch zeigen, mit der sie Catelyn die Kehle aufgeschnitten haben und Talisa erdolcht haben. Ja. Und ich dachte, okay, ihr wart ja offensichtlich da, dann wisst ihr auch, dass Edmund Tully nicht tot ist. Oder sind die nach der Red Wedding alle ins Bett gegangen und haben sich nicht mehr ausgetauscht? Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Aber ich fand die ganze, wie die Szene aufgebaut war, fand ich dann... Das stimmt, ich glaube, das war aber wirklich für die Zuschauer gedacht, damit wir quasi... Aber wenn sie das wussten, dass er Edmund Tully hat, ne? Also muss ich mir dann vorstellen, dass Edmund Tully mit dem Sack über dem Kopf die ganze Zeit hinter der Tür steht mit seinem Bewacher und nur drauf, die warten drauf, dass die Tür irgendwann mal aufgeht, damit Edmund Tully nochmal allen gezeigt werden kann, die aber wissen, dass er da ist? Das macht gar keinen Sinn. Wie gesagt, ich fand's nicht elegant. Ich kann's nicht verteidigen. Hm. Ich hab's als Exposition gesehen. Ja, war's eindeutig auch, da würde ich gerne mal... Da gebe ich zu, das war vielleicht nicht die eleganteste Art und es war ein bisschen schwächer, aber das wurde echt für mich ein bisschen wieder gut gemacht durch, Walder Freys Getobe. Der hat mich ein bisschen an so eine Muppet-Puppe erinnert. Fand ich ganz lustig. So. Ja, fand ich auch ganz nett. Okay. Und der einzige Wermutstropfen ist, dass schon wieder der Blackfish namentlich erwähnt wurde und wir haben ihn immer noch nicht gesehen. Mann, jetzt hatte ich mit Benjen schon recht und jetzt ist aber verdammt nochmal auch langsam Zeit für den Blackfish. Sie heben sich halt das Wiedersehen auf. Ich finde es auch ganz gut. Stell dir vor, sie hätten jetzt alles in dieser Folge rausgehauen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mit King's Landing weiter. Ja, okay, meinetwegen. Fand ich glaube wirklich so den interessantesten Storystrang in dieser Woche. Also, ja, vermutlich. Ich fand's auch, es war schön. Ich finde, es hatte tolle Bilder. Ich habe wirklich gerätselt, wie viel echt ist von der Kulisse. Und ich meine natürlich nicht den Blick aufs Meer und die Menschenmenge, da habe ich das CGI auch gesehen, sondern wenn der High Sparrow zusammen mit Marjorie da auf dieser Treppe steht. Ich kenne nämlich auch ein paar Aufnahmen von den Drehorten und also das könnte auch weitgehend echt sein. Das sah so cool aus. Und wenn CGI mit CGI nachbearbeitet war, dann sah es super aus. Ich finde, es hat sich sehr echt angefühlt. Genau das war's.
cool. Ja. Hast du nachgeschaut? Ja, also als man den High Sparrow so leicht untersichtig, also von unten sieht, und genau, man sieht im Hintergrund das eigentliche Gewölbe, das existiert und das steht, aber sie haben es mit CGI halt natürlich ein bisschen retuschiert. Ja. Also ich glaube, in den Alkoven stehen dann irgendwelche anderen Figuren und die muss man natürlich dann wegmachen und die haben dann so ein Banner davor gehängt oder so. Also das Beste aus beiden Welten. Echt und mit CGI. Ja, also fand ich, sah sehr cool aus. Und die Szene hatte auch eine coole Atmosphäre. Also es war erstmal lustig, Mace Tyrells völlig wirre Rede. Ja. Der Mann hat einfach ein Gespür für alles. Timing, Stimmung. Er ist so der bumbling Idiot. Ja, und es war dann auch ein kleines, nettes Comic Relief, bevor es losging. Und dann fand ich aber, das ist eine wirklich bedrohliche Szene, als die Tyrells da aufmarschiert sind und dann die Kamera aber aufgezogen hat und man gesehen hat, wie viele Menschen da gerade stehen vor den Sparrows. Und ich finde, dass meine Theorie ziemlich großartig ist mit dem Bürgerkrieg und auch warum, wir haben doch in den letzten Wochen öfter darüber diskutiert, dass du meintest, du verstehst nicht, warum sie die Sparrows nicht einfach kurz absägen. Und ich meinte doch, dass die aber schon großen Rückhalt in der Bevölkerung haben. Und also bei der Szene hatte ich das Gefühl, dass jetzt haben sie es gezeigt. Ja, und haben sie auch. Also jetzt hat man mal das gesehen. Also ich fühle mich bestätigt in meiner Vermutung durch diese Szene und dachte, ja toll, also mit, klar, ihr habt jetzt Soldaten und die sind auch anders als die Menschen hinter euch gepanzert, aber die werden euch trotzdem einfach überrollen. Naja, beziehungsweise, also es war ja keine Vermutung von dir, das wurde ja ganz klar in der Serie gesagt. Ich habe halt immer nur kritisiert, dass es einfach eine Behauptung ist und etwas so Gewichtiges hätte ich gern auch irgendwie mal dargestellt. Der Bürgerkrieg war meine Vermutung, meine ich. Ja, okay, das stimmt, da weist gerade einiges drauf hin. Ich fand es auf jeden Fall auch sehr schön, dass man jetzt tatsächlich mal die Größe dieser Bewegung und vor allem ihren Zuspruch in der Bevölkerung jetzt endlich mal gesehen hat. Also hätte man vielleicht mal ein bisschen früher machen sollen, dann hätte das alles noch mehr geflutscht so. Aber es war auch ein schönes Bild, von daher ist es absolut okay. Und weil du gerade Mace Tyrell, heißt er Mace? Mace Tyrell gesagt hast, fand ich auch ganz nett. Ich fand nur das kleine Detail, dass er nicht mal einen passenden Helm auf dem Kopf hat, das fand ich ein bisschen zu plump. Mm. Das hat mir nicht gefallen. Also wir haben alle schon verstanden, dass er so ein bisschen der treuherzige Idiot ist, den man manipulieren kann. Ja, man muss nicht übertreiben. Genau, also und dass er nicht wirklich cool aussieht auf dem Pferd und keine gute Rede schwingt, das hätte mir echt gereicht, aber dass sein Helm auch nicht passt, da dachte ich, ach, ja, komm. Das fand ich einfach nicht schön. Ich fand es interessant, ich mag ja nicht so gerne Pferde, zu sehen, dass Pferde Treppen laufen können. Das hat ihnen gleich wieder zwei cooles. Das muss Jamie bestimmt auch oft geübt haben mit seinem Pferdetrainer. Ja. Dachte ich, okay, probieren wir es mal. Wie oft Fury. Pferd, wo einfach keinen Bock hatte. Ja, ja, aber ich meine, auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich so nicht absehen können. Ich dachte ja wirklich bis zum Schluss, gerade in der Gesprächssituation zwischen Tom und Marjorie, dass Tom vielleicht tatsächlich immer noch gewisse Vorbehalte hat. Und er sich aber sehr genau überlegt, bei wem er das gegenüber äußert. Und vielleicht kann seine Frau, hat da ein offenes Ohr für ihn. Aber dass sie dann so übermäßig enthusiastisch gleich auf den High Sparrow angesprungen ist, also... Hältst du es denn für echt? Keine Sekunde. Okay, ich auch nicht. Nie im Leben. Also bei Tobin ja. Ja, bei Tom ja. Ich glaube, der ist konvertiert. Hey, das war eine Theorie von mir. Ich habe gesagt, Marjorie wird spielen und Tom wird ein Anhänger. Naja, wir wissen noch nicht, ob ich recht habe, weil wir nicht wissen, ob Marjorie es wirklich spielt. Aber mich beruhigt, dass du das auch glaubst, weil ich denke, das war ihre Taktik, um da rauszukommen. Das passt auch gut zu ihr, dass sie sich eben nicht darauf verlässt, dass sie rausgehauen wird von ihrer Family. Mhm. Aber jetzt haben sie halt, gerade de facto haben sie gerade einen mittelalterlichen Papst eingeführt. Ja, das dachte ich auch, genau. Der ist jetzt quasi offizieller Papst. Also das ist auch ganz klar von George Martin so gemeint, dass, also, ich wüsste nicht, wo sonst in der älteren Geschichte also ein großes kirchliches Oberhaupt gibt, das dann de facto die höchste Macht hat. Also klar gibt's noch einen König, aber seien wir ehrlich, es ist Tom. Wie viel Macht hat er gerade? Ich fand das so generell, das war eine wahnsinnig schöne Szene, weil so viele so kleine Höhepunkte passiert sind, zumindest für mich, die man vielleicht gar nicht so beim ersten Mal so richtig realisiert hat. Ich mochte zum Beispiel wahnsinnig das Detail, dass Lady Olenna geführt quasi wird, um zu zeigen, was für eine Gewichtigkeit die Situation hat und dann keine einzige Zeile Text hat bis zum Schluss und auch die Situation überhaupt nicht beeinflussen kann in keiner Richtung. Und das ist das hast du von Lady Olenna jetzt noch nicht so wahnsinnig oft gesehen. Normalerweise, wenn sie auftritt, dann kann sie Leute schon recht gut in ihre Schranken weisen und der sagst du nicht einfach mal so, nee.
Und das fand ich so schön, dass sie quasi wie als Wunderwaffe da extra aus dieser Kutsche gelassen wird. Und dann kann sie überhaupt nichts ausrichten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Oder auch, dass er High Sparrow erst quasi ist, den Walk of Atonement abzublasen. Ich dachte schon, wow, okay. Also er ist offenbar clever. Er sorgt dafür, dass es kein Blutvergießen gibt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell einknickt. Und dann zündet er erst die Bombe. Also das ging das nicht so. Das Lächeln am Schluss. Das Lächeln, war, ja, fantastisch. Durch Jonathan Pryce, was für ein geiler Typ. Ja. Das ist ein fantastischer Schauspieler. Und so unheimlich. Ja. Das ist gerade die Figur, vor der ich mit am meisten Angst habe. Ich glaube, ich finde ihn unheimlicher als Ramsay. Der ist echt gefährlich. Bei Ramsay weiß ich nämlich, dass er ein Psychopath ist und wüsste zum Beispiel, okay, mit dem gehe ich nicht essen. Ja. Und bei ihm, da, den findet man ja zuerst auch so nett. Ja. Also, naja, fanden wir den ja beide ein bisschen creepy, aber ja. Ich meine, er hat ja trotzdem diese sanfte und demütige Ausstrahlung, aber, nee. Echt nicht. Aber jetzt die Frage, was glaubst du, was hat Marjorie denn genau vor? Das ist mir nämlich noch nicht klar. Also, die begibt sich jetzt, also wirklich mal auf ganz dünnes Eis mit der Aktion. Oder kannst du dazu wieder nichts sagen? Nee, ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Und ich finde ja das Spekulieren schön, aber ich weiß halt nicht, was ich sagen soll, wenn ich halt gar nicht weiß, wie es weitergeht. Und also ich glaube, zuerst mal hat sie das gemacht, um rauszukommen und weil ich immer noch glaube, dass Marjorie, ich versuch's jetzt mal einfach, dass ihr immer noch am allerwichtigsten ist, The Queen zu sein und ihre Machtposition zu sichern. Und als kluge Frau hat sie gerade erkannt, dass diese Macht schwer im Schwinden ist und die einzige Möglichkeit, sich auch in der Bevölkerung den Rückhalt zu sichern, ist gerade über die Sparrows. Und macht sie das ja jetzt gerade richtig. Ich meine, gleichzeitig verliert die Krone total an Macht und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihre Oma dazu gratulieren wird, zu dem, was sie gerade gemacht hat. Aber für sie persönlich, und zwar wirklich nur Marjorie, nicht die Tyrells, nicht die Lannisters, nur sie als Person, war das eigentlich ein kluger Schachzug, weil sie aus dieser Situation befreit hat und ihre Machtposition als Königin eher nochmal bestärkt hat, weil das Volk sie ja jetzt so toll findet. Anders als zum Beispiel Cersei, die garantiert nichts gewonnen hat bei der Bevölkerung durch ihren Marsch. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass durch die aktuelle Entwicklung, dass gerade das den Keil zwischen den Lannisters und den Tyrells noch weiter in diese Beziehung treiben wird. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Lannisters und gerade Cersei, ich meine, die hat den Mountain und da hat sie auch nochmal erwähnt und hat jetzt auch nochmal ganz klar gemacht, dass es wirklich der Mountain ist und nicht irgendeine andere Figur vielleicht irgendwie, ne? Und ich glaube, es juckt sie wirklich in den Fingern, ihn mal einzusetzen, langsam mal. Sie muss ihn ja auch einsetzen, es kommt ja auch ihr Zweier. Der Tribal Combat, genau. Aber ich meine, also ich glaube, wenn sie Gelegenheit bekommen sollte, ihn quasi früher von der Kette zu lassen, hätte sie damit kein großes Problem. Und ich kann mir vorstellen, dass die Tyrells aber dadurch, dass Marjorie freiwillig jetzt diese Ehe eingegangen ist, dass die sich dem wieder entgegenstellen und sagen, Leute, wir finden es auch scheiße, aber ihr könnt jetzt nicht einfach anfangen, die halbe Stadt abzuschlachten. Das ist irgendwie, das ist der König, das ist seine Königin und deal with it. Von daher, also ich sehe da jetzt gerade echt Trouble zwischen den Lannisters und den Tyrells. Ich glaube aber ähnlich wie du, das wird auf jeden Fall erstmal zumindest ein Bürgerkrieg wird anfangen. Ob der dann wirklich die ganze Stadt mit sich mitreißt, weiß ich noch nicht unbedingt. Aber ich glaube, es werden auf jeden Fall Leute zu Tode kommen. Es würde mich nicht wundern, wenn es durch den Mountain ist. Also das ist ja gar nicht meine Chronologie. Ich glaube, dass es erst den Bruch zwischen den Häusern geben wird. Aus meiner Sicht hat sich der Bürgerkrieg gerade noch mal ein bisschen nach hinten verschoben. Aber ich denke auch, dass er kommen wird. Spannend fand ich noch, dass jetzt Jamie halt weggeschickt wird von seinem eigenen Sohn, auch wenn das der Sohn nicht weiß. Das war noch so, sind mehr jetzt so kleine Anmerkungen als große Diskussionsthemen. Ich fand, es war schon wirklich wieder tragisch, weil immer wenn Jamie versucht, was für seine Kinder zu tun, funktioniert es so gar nicht. Und gerade Tom, der wirklich, wirklich mal, der bräuchte echt eine Vaterfigur, dann wäre er auch nicht so auf den High Sparrow reingefallen. Aber Jamie kann halt seine Rolle echt nicht wahrnehmen. Und in der Szene mit Cersei dachte ich, die beiden geben sich ja auch wirklich nicht mehr sonderlich viel Mühe, das jetzt in irgendeiner Weise zu verheimlichen. Also in den ersten... Ja, gut, die waren ja auch allein. Ja, klar waren die allein, aber ich weiß nicht. Also so ein bisschen, es könnte jemand reinkommen. Naja, ist ja auch egal. Du platzt auch nicht in die Gemächer der Königin Mutter rein. Naja, wahrscheinlich hast du recht. Ich fand's nur, okay, wir tun einfach gar nicht mehr so, als wäre irgendwas ungewöhnlich. Jetzt ist auch schon egal. Vielleicht lag es auch nur daran, dass man sie schon so lange nicht mehr harmonisch zusammen gesehen hat. Das stimmt.
Ja. Also jetzt in dieser Staffel schon ein, zwei Mal, aber davor. Vielleicht war ich nur einfach nicht mehr dran gewöhnt, die beiden gemeinsam und rummachen zu sehen. Ja, und ich meine, das kleine, aber nicht unwichtige Detail, dass Jamie gerade nach Riverrun geschickt wird. Da kann man sich jetzt auch ausdenken, wann welche Figuren aufeinandertreffen. Und das wird garantiert auch nicht ohne Konsequenzen bleiben. Also ich meine... Ja, das ist genau das, wozu ich nichts sagen kann. Ja, ja, das, ja, ich kann es mir schon denken. Übrigens, Aber dass er genau dann weggeschickt wird, wenn Cerseis Trial bei Combat ansteht, ist ja auch... Also ich finde, dass sie überraschend entspannt damit umgeht. Von wegen, ja, geh an die Spitze unserer Armee. Ich hätte meinen Mann... Bruder, gerne an meiner Seite. Ja, nun, aber ich meine, sie hat ja auch nicht komplett Unrecht. Also er kann ja jetzt auch nichts wirklich ausrichten und möglicherweise ist er als Anführer einer Armee, vielleicht jetzt nicht heute oder morgen, aber so mittelfristig gesehen, bringt er auch Cersei mehr, als ja, wenn ja, er jetzt einfach da rumhängt. Das will ich gar nicht sagen. Sie hat komplett recht. Ich glaube, das Ungewohnte ist, Cersei rational handeln zu sehen. Ja, das schon. Das hat man von ihr nämlich ja, länger okay. gesehen. Und darüber habe ich auch beim Gucken nachgedacht, wie ungewohnt es ist, mal wieder zu sehen, dass sie was nicht total Dummes macht. Weil sie wirklich mehrere Staffeln schon fast selbstverletzende Doofheit an den Tag gelegt hat in dem, was sie getan hat. Also sie hat sich klar immer für das clevere Mastermind gehalten, aber es war halt nicht halb so subtil. Ja, das stimmt. Wie sie immer dachte. Und manchmal waren ihre Pläne auch einfach nicht sehr clever, wie zum Beispiel ihr letzter Schachzug, Margaery an die Sparrows auszuliefern. Das hat ja super für sie geklappt. Und sie hat ja auch erstmal angefangen, überhaupt die in so eine Machtposition zu bringen. Das stimmt. Und ich glaube, mittlerweile bin ich einfach überrascht, wenn sie irgendwas sagt, was Sinn ergibt. Ja, ja, vielleicht liegt's auch echt da. Ja, das stimmt. Sie ist nicht die beste Spielerin. Sie hält sich dafür, aber ja. Es gibt Leute, die können das Game echt besser spielen. Aber ich find's interessant, wenn sie wieder ein bisschen anzieht, weil ich finde Cersei als Figur zu spannend, um auf sie verzichten zu wollen. Also ich wünsch mir auch nicht den Tod von Jaime, aber ich würde gerne die Lannisters würde ich gerne weitgehend bis zum Ende behalten. Ja, schauen wir mal. Ich lege mich jetzt übrigens fest. Ich sage, Cersei wird ihren Sohn umbringen. Ich fand es in dieser Folge, ich meine, die haben nochmal erwähnt, es gibt nur uns beide und wir beide gegen den Rest der Welt und Leben und Tod. Und ich weiß, dass Cersei wirklich sehr für ihre Kinder liebt und sich über ihre Kinderliebe auch definiert. Zumindest glaubt sie das und wir glauben das, aber ich denke jetzt gerade durch die aktuellen Entwicklungen, wenn sich Tommen wirklich völlig dem Einfluss seiner Mutter entziehen sollte und nur durch den High Sparrow daher rennt, dann untergräbt es auf lange Sicht gesehen natürlich auch Cersei. Und eben dadurch, dass sie jetzt irgendwie Jaime auch nochmal quasi, sie beide haben sich ja feurig geschworen, es gibt nur noch uns beide und so. Also ich sag, die bringt ihren eigenen Sohn um. Ja, ich glaube dir, also da bin ich ganz bei dir, aber auch schon länger, glaube ich auch. Und ich glaube, danach wird Jaime sie umbringen. Nee, Ach, auf einmal schon länger, ja? Ja, schon länger, weil die Kamera nicht lief, als ich dir recht gab. Sowas vergesse ich manchmal. Ja, ja. Nee, aber leider gibt's keine Beweise. Ja. Nee, stimmt. Also ich glaube, also vielleicht fasse ich auch völlig falsche Schwingungen auf, aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt einige Leute so eine ähnliche Idee haben. Also dafür war das so überdeutlich inszeniert, so sie mit Jaime und wir beide gegen den Rest der Welt. Naja. Ja, also da bin ich, find okay. ich, hast du eine schöne Theorie. Danke. Sehr gut. Wobei es fast schade ist, um das also für mich abzuschließen, aber ich finde immer mehr Gefallen an Tommen, also an dem Schauspieler. Mhm. Ich finde, der macht das irgendwie, also hat jetzt nicht die eindrucksvollsten Szenen und der ist irgendwie auch noch ein junger Bengel, aber der hat so eine gewisse Mischung irgendwie aus Fanatismus und so einer Verletzlichkeit. Also mir gefällt er einfach immer besser. Ich hätte es gar nicht gedacht, aber ich mag einfach den Schauspieler von Tommy. Ja, kann ich bestätigen. Geht mir ähnlich und ich finde, dass sie ihn auch super gecastet haben als kleinen Bruder von Joffrey. Ich musste mich wirklich, also man kann sich da eine Familienähnlichkeit zwischen den beiden einbilden. Das haben sie schon gut hingekriegt, so dass er wie eine wirklich liebere Version von Joffrey wird. Aber finde ich auch, dass er gut ist. Mir wird's auch leid tun, auf ihn zu verzichten. Aber ich denke, ein, zwei Folgen mit ihm haben wir noch. Ja. So, und dann, weißt du was? Was denn? Lass es uns doch, wir machen erst Samwell. Ich habe gerade überlegt, was wir noch haben, aber wir haben ja erstmal Samwell, Tali und plötzlich Prinzessin. Mit Gilly und Ja, genau. Ja, jetzt haben wir endlich mal quasi seinen extrem bösen, durchtriebenen Vater kennengelernt. Und Randall. Randall und den ganzen anderen Hausstand. Wie so oft ist der Vater wirklich
alles andere als mit offenen Armen willkommt er, heißt er da seinen Sohn willkommen und seine Frau und Töchter sind es wahrscheinlich, also die Schwester von Sam. Das war nur eine. War es nur eine? Okay, da war es vielleicht... Sein Bruder. Ich hab da irgendwie, ey, wirklich, wir haben die Folge um 3 Uhr morgens gesehen. Ich dachte, da rannten wie mehrere Mädels rum. Nee, waren das keine? Die Schwester? Mutter und die Schwester und dann beim Essen war noch der Bruder da. Ja, Gott, dann habe ich jetzt aus dem Bruder eine Schwester gemacht. Also, naja, man könnte jetzt meinen, ich hätte gesagt, da rennen 20 nackte Frauen rum. Nee, der Bruder ist ja schon wichtig, weil ohne den hätte, wäre Sam nicht an die Wall geschickt. Der Bruder, der diese Jagdgeschichte erzählt. Ja, genau. Ja, genau. Und das daneben, war das dann eine Schwester? Die, oder? Rechts daneben ist die Schwester. Das okay, ist die gleiche, aber, die sie auch im Hof entgegen. Okay, aber nicht die Frau des Bruders oder so. Das wüsste ich nicht, aber ich auf also jeden vielleicht Fall habe ich auch nicht gesehen, dass da noch mehr Leute saßen. Ich frage mich gerade nur, wo du also ich war wieder heimlich getrunken. Wieso heimlich? Ich trinke nur unheimlich. ist ja auch egal. Auf jeden Fall sieht man, dass wie es sich angedeutet hat, dass der Vater natürlich irgendwie das große Problem für Sam und Gilly und den kleinen Sam ist. Also ich persönlich habe da jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues in der Szene gelernt, dass der Vater ein Arsch ist, hatte ich mir schon vorher denken können. Dass Sam immer noch nicht die große Löwenstärke, die er eigentlich in sich trägt, aber dass er sie nicht zeigen kann, wenn er am Tische seines Vaters sitzt, war mir im Prinzip auch klar. Also für mich ist der bisschen so der einzige Kicker in dieser gesamten Szene ist, dass er meint, das Schwert stehlen zu müssen. Und naja, das ist der Valyrian-Stil. Ja, nee, das ist mir schon klar, aber ich meine, das wird der Vater nicht einfach so hinnehmen. Und Gilly fragt ihn ja noch, wird er nicht das Schwert zurückhaben wollen? Und Sam sagt so, ja, ach, soll er mal probieren. Und da dachte ich, ja, Junge, aber überschätzt dich auch nicht. Also ja, da mache ich mir fast ein bisschen Sorgen. Das wird nicht so reibungslos laufen. Ja, weiß ich noch nicht. Ich hab gar nicht so drüber nachgedacht, ob er die echt verfolgen wird, weil ich, aber es stimmt natürlich, es ist ein Familienschwert, würde ich schon versuchen wiederzukriegen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht direkt, wie. An der Stelle von Randall Tarley, weil wir sind jetzt auch ja nicht, also in der heutigen Zeit, bei der dann bei der Polizei anrufst und sagt, mein Sohn hat gerade das Schwert geklaut, könnt ihr die bitte mal wieder einfangen und zurückbringen? Nee, das stimmt, aber ich meine, also ein paar Stunden nach dieser Szene müssen ja die ersten Leute aufwachen und ich glaube, das kann nicht so wahnsinnig lange dauern, bis irgendjemand bemerkt, dass dieses Riesenschwert über den Kamin... Ja, nee, dass sie es merken, ist schon klar. Nee, aber ich meine, und dann muss man sich fragen, okay, wie weit kann Sam mit einer Frau und einem Baby und er hat kein eigenes Schiff oder ähnliches gekommen sein? Also ich glaube, das kann nicht so schwer sein, den also, wieder einzufangen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie letztendlich das Schwert bestimmt behalten werden. Ja, klar, das glaube ich auch. Deswegen, aber du hast natürlich recht, er wird sauer sein. Aber wie es da genau weitergeht, weiß ich nicht. Ich fand, natürlich war es irgendwie süß, aber mir kam es wirklich ein bisschen wie Fanservice vor. Also ich sehe halt Hannah mit dem Schwert oder was? Nee, vorher die Szene. Du hast ja jetzt schon alles gesagt. Ich will auch. Ja, ich wusste ja nicht, was du meinst. Ja. Ich will auch nochmal zurückspringen. Ja, okay. Klar, war schön, die alle irgendwie mal kennenzulernen, aber mir kommen fast immer die Szenen mit Sam und Gilly wie Fanservice vor, die mich auch nicht stören, weil ich Hannah Murray so gern mag und fand's auch schön, dass man jetzt mal erkennen konnte, wie wahnsinnig hübsch die ist. Aber ja, also sonst ist da klar, das war ein cooler Moment, als er wieder reinkommt und sagt, wir gehören zusammen. Der beste. Das war auf jeden Fall ein Lacher. Der beste Patchwork-Daddy der Welt. Ja. Und ja, und jetzt, also wie es jetzt genau weitergeht, weiß ich nicht und ich find's da auch wirklich komisch zu spekulieren, weil entweder haben wir recht oder nicht, sehen wir nächste Woche. Vielleicht haben sie jetzt auch, ich finde das, ich habe es nur wichtig gefunden wegen dem Valyrian. Ja, das ist klar, natürlich. Und deswegen ja, glaube ich auch, dass sie es behalten. Das glaube ich auch. Nur eine Sache, die ich mich noch gefragt habe, also der Vater ist ja ohnehin nicht so der allergrößte Fan seines Sohnes und ist offenbar jemand, der so Ehre und Tradition sehr hoch schätzt. Und dass sein Sohn jetzt sich als Meister ausbilden lassen will und nicht Ranger wird an der Wall, ist alles okay. Aber der kommt mit einer Frau und Baby nach Hause. Der ist ein Eidbrecher. Also eigentlich hätte der Vater, wenn er ihn nicht sofort hängen lässt, hätte er ihn doch direkt zurück an die Wall schicken müssen. Ja, das hat mich auch gewundert. Also da hätte ich mir zumindest noch ein Sätzchen gewünscht, warum das generell erstmal okay ist. Und er sagt ja dann noch, irgendwie, Gilly kann bei mir in der Küche arbeiten und der Sohn, der Kleine wächst bei mir auf. Was eine adäquate Antwort gewesen wäre, wäre es der Night's Watch nicht bei Todesstrafe verboten, Babys zu bekommen. Also... Allerdings haben wir ja auch schon rausgefunden, also ich glaube, das ist dann mehr oder weniger ein offenes Geheimnis. Er hat ja auch gesagt, er hat eigentlich mehr oder weniger gehofft, dass Gilly so eine Hure ist und hauptsächlich kein Wildling. Aber also die anderen sind ja an der Wall auch in die Hurenhäuser gegangen. Also das mit dem Eidbrechen, ich glaube, da geht's hauptsächlich drum, nicht zu heiraten und ja, guck mich nicht ja, so an. Ja, nee, ich überleg das, nur. Das war in den ersten Staffeln so und John hat es nur nicht gemacht, weil er die...
weil er auf gar keinen Fall einen Bastard zeugen möchte. Aber der Schwur ist doch, I will father no children. Ich weiß, doch keine. Ja, ich weiß, wie der Schwur ist, aber ich glaube, dass er mehr oder weniger so ausgelegt wurde. Wie? Ja. Dass man nicht heiraten darf, aber wenn du die ganzen Männer da jetzt auch noch ohne Sex hältst, die ganzen Verbrecher, dann wird's vielleicht einfach... Ja, nee, vielleicht. Ist ja auch nur ein kleines Detail, aber da hätte ich mir zumindest... Es ist mir aber auch aufgefallen, dass man da mal nachfragen könnte, ob die Regeln sich geändert haben. Ja, da hätte ich mir zumindest ein kleines Sätzchen gewünscht. Ja, auf jeden Fall muss ich auch sagen, war ich jetzt nicht übermäßig investiert drin. So. Das Einzige, was mir... Eine ganz kleine Kleinigkeit habe ich noch, und zwar, dass ich die Kulisse... die hat mich wieder daran erinnert, wie sie es bei Dorn überhaupt nicht hingekriegt haben. Ja, und, schon. Und aber mit Horn Hill schon. Also, und zwar, ich habe doch drüber geredet, dass sich Dorn immer überhaupt nicht echt angefühlt hat, sondern nur, da haben wir einen Schauplatz und da haben wir einen Schauplatz. Ja. Und ich fand diese Burg, in der sie gedreht haben, die hatten da jetzt auch nicht wahnsinnig viele Schauplätze. Hm. Die hatten, glaube ich, 3. Die Halle, das Zimmer, in dem Gilly ist, und dieser Vorplatz. Und natürlich die Kutschfahrt. Vielleicht lag es daran, dass man erstmal so ein paar Establishing-Shots hatte und sehen konnte, wie Horn Hill überhaupt gelegen ist und die Landschaft sehen. Vielleicht hat das auch noch dazu beigetragen, aber das ist mir sehr positiv aufgefallen, dass sie es da jetzt wieder geschafft haben. Das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass bei Dorn das Problem war und wahrscheinlich auch immer noch ist, es muss halt so eine gewisse Exotik einfach versprühen, und das muss man als Zuschauer auch sofort sehen und begreifen, dass es eben nicht mehr irgendwie King's Landing und alles drumherum, das ist irgendwie Dorn, das ist so der Süden, da ticken die Uhren anders. Ich kann mir vorstellen, dass sie das einfach nicht so hinbekommen haben, wie es eigentlich aussehen müsste, und sich deswegen sich sehr, sehr reduziert haben, jedes Mal bei Dorn. Und jetzt bei Horn Hill, vielleicht war der Gedanke so, ja, da haben wir jetzt irgendwie im Prinzip auch nur 3 Schauplätze, aber da müssen wir auch nicht einen völlig neuen Look und eine völlig neue Optik etablieren. Ja. Deswegen, wir richten die Halle hier schön ein und noch das Schlafzimmer von Gilly und so. Und da wird es auch schon passen, und ich muss auch sagen, und es hat gepasst. Ja, vielleicht also, ist weniger einfach manchmal genau, mehr. Ja. So. Und jetzt hätte ich nämlich den Vorschlag, dass wir... Jetzt haben wir nur noch Daenerys und Arya, oder? Und Arya, ja. Oder haben wir jetzt irgendwas vergessen? Vielleicht. Vielleicht fällt es uns ja noch ein, falls wir was vergessen. Dann werden uns die Leute im Kommentarbereich sofort höflich und zuvorkommend darauf hinweisen. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich nur noch Arya und die Endszene. Okay, dann würde ich nämlich total gerne Daenerys vorziehen und mit der Szene aufhören, mit der wir uns beide offensichtlich gewünscht hätten. Dass ja, okay, ja, das ist eine gute Idee. Ja. So, Daenerys... Also erstmal, die Szene hat mir gefallen, weil ich finde, dass Daenerys Perücke total schön gekämmt wurde. Okay. Wow, das ist. Und man will kleine Klischees bedienen, aber das ist ein Satz. Das war ein Witz, Mann! Ja, sicher. Ja, klar, ja. Nein, ja. Und dann kamen die Drachen vor und sie hält eine flammende Rede in Sexy Dothraki. Und ich muss echt sagen, ey, ich finde, dass Daenerys so super aussieht dabei, dass mir relativ egal war, was sie gesagt hat. Und ich würde auch sofort... Also ich finde, man kriegt Bock, sich ihrem Kalassar anzuschließen. Wie kann man so oberflächlich sein? Ja, Nur weil sie gut aussieht. Und ich frag mal... Was hat sie, was ich nicht habe? Ich würde nur noch die Staubwolke von deinem Pferd sehen. Ja. Bis in 3 Monaten. Ja. Genau. Nee, ich glaube, was Daenerys angeht, sind wir beide uns sehr einig. Ja, ja. She's hot. Aber es ist sonst halt nicht viel passiert, und ich finde, die Szene hat sich, ich habe es am Anfang ja schon mal gesagt, so angefühlt, als hätten die Macher sie reingeschrieben, damit sie eine coole Schlussszene haben. Und bei allem, es sieht cool aus, ich finde, es hat nicht so viel Sinn gemacht. Du hast dich danach schon gefragt, warum sie jetzt unbedingt eine Motivationsrede jetzt halten muss, ob das nicht in Meereen dann der passendere Zeitpunkt wäre. Und also mir kam es auch wirklich so vor, als... Naja, gerade, also als müsste das jetzt irgendwie einfach sein, damit sie eine coole Szene haben. Und nicht, weil sie es gerade aus der Story echt ergibt. Also 2 Sachen. Zum einen, du hast gerade gesagt, das ist mir wirklich, ich habe sofort angefangen, drüber nachzudenken, wie smart das war, an dieser Stelle jetzt diese große, aufrührende Rede zu halten. Weil ich meine, also was passiert als nächstes? Sie sind ja unterwegs nach Meereen, werden also die Sklavenstädte wieder befreien. Dann haben sie aber immer noch nicht diese Schiffe. Also... Wenn sie nicht einen geilen Masterplan in der Hand hat, und ich glaube, Daenerys weiß jetzt nichts von Euron, keine Ahnung, auf jeden Fall ist da nicht jemand direkt ums Eck mit 1000 Schiffen. Also ich meine, muss mir vorstellen, jetzt hast du wieder 1000 Dothraki-Reiter, ganz Kalasar, alle sind gepumpt, so, ja, lass uns irgendwie die ganze Welt erobern, den Iron Throne erobern, unsere Khaleesi wird auf dem Iron Throne sitzen. Sorry, aber wir müssen erst diese 3 Städte befreien und dann warten wir auf jemanden, der uns 1000 Schiffe gibt, und dann segeln wir los. Ich meine, das ist doch irgendwie total... Das machst du doch später, wenn alles in trockenen Tüchern ist. Scheiß mal auf die Städte, das machst du doch fertig, und dann sagst du so, Freunde, und jetzt hauen wir mal auf den Putz.
Oder nicht? Ja, ich glaube wirklich, dass sich da niemand außer dir, also die Schreiber haben sich garantiert nicht so viele Gedanken darüber gemacht wie du. Kleiner, das hatte ich gerade vergessen, dafür war die Szene noch da. Ich habe die als pure Erinnerung gesehen. Ach so, ja, Daenerys braucht ja Schiffe. Wisst ihr noch, wer letzte Woche gesagt hat, dass er gerade 1000 Schiffe baut? Dafür war die da und für mich war die Szene so optisch hui und inhaltlich ja. Ja, also ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Das war jetzt wirklich das erste Mal, da ich kann jetzt gerade bei dieser Szene, ich kann die Leute nachvollziehen, die von Daenerys echt die Schnauze voll hatten, weil, also da dachte sogar ich weiß die cool aus, aber das ist jetzt eine Szene, die habe ich zum Gefühl 6. Mal gesehen. Also, wie oft muss ich hier noch sehen, dass alle ihr folgen und sie hält eine große Rede und ich verstehe das alles, ist alles toll, aber ich meine, die ist vor 2 Wochen ist sie nackt aus dem Feuer gekommen und alle haben sich verbeugt. Das reicht mir. Und selbst das war eine Variation von einer Szene, die wir ähnlich schon mal anders gesehen hatten. Also, ich glaube, du hast da recht. Und das ist eigentlich schade. Ich glaube, es wäre wirklich cooler gewesen, wenn, also Daenerys muss nicht immer die coolste letzte Szene haben. Und da wirkt es so, als wäre das genauso dahingeschrieben, dass wir mit so einem krassen Moment aufhören. Aber das haut auch nicht immer hin. Also als sie sich da von ihren Sklaven hat tragen lassen, war schon nicht so richtig geil hier. Nee, die mochte ich ja gar nicht. Die Meister. Hat ja ganz vielen Leuten total gefallen. Genau. Ich fand die ein bisschen cheesy. Aber ich meine, also das ist für mich, das ist jetzt nicht dieselbe Szene, aber die ist, für mich steht die in der Tradition von vielen, vielen Szenen, die immer so ungefähr eine ähnliche Emotion transportieren. Und bei der gestern dachte ich zum ersten Mal, okay, ich hab's gerafft, ist gut jetzt. Also mach was, Mädel, oder nicht, aber nicht schon wieder so eine ich bin euer Khaleesi Rede, deswegen hat mir das im unterm Strich nicht sehr gut gefallen. Ja, ich hoffe drauf, dass dann jetzt nächste Woche die Story mal weitergeht. Ja. Ich habe aber in der letzten Woche viel drüber nachgedacht, warum ich Daenerys echt immer noch so toll finde. Und ich habe eine kurze Antwort darauf. Und zwar, Daenerys ist die momentan die einzige Hauptfigur, die bei der dieses... Wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, über das Schwarz-Weiß und Grau bei Personen, bei der das nicht verloren gegangen ist, weil aus Tyrion haben sie einen rein guten Charakter gemacht. Das ist ein guter Punkt, gebe und ich zu. Die anderen, also selbst Jaime, den haben sie dann ja schon, nachdem er als Bösewicht angefangen hat und der einen Staffel dann echt spannend war, aber mittlerweile jetzt echt, wo ist denn Jaime böse? Also er tut jetzt nicht immer perfekte Sachen, aber ich finde Daenerys ist momentan die Figur, die am meisten Gutes und Böses in sich vereint. Okay, da hast du und einen guten Punkt. Das gefällt mir einfach. Ich will nicht wie sie sein und wenn irgendjemand ernst genommen hat, was ich letzte Woche gesagt habe, von wegen das gerechtfertigt. Leute, wir reden hier von einer verdammten Fantasy-Show. Also auf manche Kommentare antworte ich auch nicht, weil ich es albern finde. Und nein, natürlich ist es nicht angemessen, aber es ist auch nicht angemessen, mit seiner Schwester 3 Kinder zu zeugen. Und deswegen haben wir trotzdem eine Menge Jamie-Fans. Also wir sind hier... Way to go, Chap! Und es gibt hier Leute, zum Teil sogar auf diesem Sofa, die Stannis bis zum Ende die Treue gehalten haben. Und der hat seine Tochter verbrannt. Aber ich muss mir so einen Aufschrei anhören, weil ich einen Witz mache darüber, dass sie Dothraki verbrannt hat. Aber Hashtag not all Khaleesis. Aber das ist echt ein guter Punkt, also, muss ich zugeben. Dankeschön. Ja. Ich bin da ja auch ein bisschen in mich gegangen, das weil stimmt. ich, wie gesagt, die Kommentare auch gelesen habe und gemerkt habe, dass sie so viele Leute, dass sie so vielen auf den Keks geht. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum mir denn nicht? Und ich glaube, das ist für mich der Grund, weil natürlich hänge ich an den Starks, aber ich finde es einfach spannender, also meistens hänge ich an Filmen mehr an den Figuren, die nicht die guten sind. Was nicht heißt, dass ich mich mit denen mehr identifiziere, sondern die finde ich einfach spannender und cooler. Und ich glaube sogar, dass du recht hast mit deinem Niedergang von Daenerys, dass der irgendwann kommen wird. Auf jeden Fall. Der kündigt sich auch an, ich sehe das auch. Aber solange sie die Drachen hat und die Perücke so hübsch gekämmt. Und die Perücke so hübsch Nein, gekämmt, das genau. Solange Daenerys so ein spannender Charakter ist, der für mich wirklich Gutes und Böses in sich hat, werde ich ein Fangirl bleiben. Naja, und ich finde also, ich finde es immer erstaunlich, dass manche Leute sich so schwer damit tun, das zu trennen. Also ich mag jetzt auch nicht jede Szene mit Daenerys, aber ich mag den Charakter immer noch sehr gern. Und die Szene bei der Folge gestern ist für mich ein perfektes Beispiel dafür. Die Szene fand ich nicht geil, aber deswegen bin ich immer noch sehr gespannt zu sehen, was mit Daenerys passiert. Und ich beobachte sie sehr gern und habe da so meine eigenen... Ja, okay. Nee, ich meine, habe da so meine eigenen Theorien und das ist zumindest mal ein Storystrang, der jetzt mal wirklich zumindest auf was Großes hinführt. Ob jetzt zum Beispiel vergleichsweise gesehen... das Scharmützel um River Run jetzt global so wichtig ist, wie das
Daenerys irgendwann nach Westeros übersiedelt. Also ich glaube, da gibt's große, große Unterschiede. Und deswegen finde ich die Daenerys-Storyline immer noch cool. Das kann aber bedeuten, dass einzelne Szenen einfach nicht so wahnsinnig geil sind. Und manche Leute, für die ist es dann aber eins. So, das ist so dasselbe. Wenn eine Szene nicht cool war, ist gleich der ganze Charakter ruiniert oder so. Und so sehe ich es überhaupt nicht. Also ich bin da total entspannt. Aber wirklich, das ist echt, da hast du wirklich recht, das ist echt ein guter Punkt. Weil ich habe gerade, während du drüber geredet hast, mal so rekapituliert. Und das stimmt, so die allermeisten Charaktere sind jetzt schon sehr, sehr klar auf einer Seite positioniert. Und ich meine, so völlig Wahnsinnige wie Ramsay, der das Potenzial hätte, so eine Joker-Figur zu sein, aber der ist ja wohl auch eindeutig mehr so bei den Bösen. Also wenn man irgendwo eine ganz klare Linie ziehen möchte oder muss, dann ist Ramsay ganz klar auf der bösen Seite. Und das, und Daenerys, ja, Daenerys ist zumindest die Figur, bei der man denkt, ja, ich muss gucken, dass ich mir es nicht verscherze mit ihr. Und es gibt natürlich, also es ist nicht die einzige ambivalente Figur. Wir haben ja auch noch Varys oder Littlefinger, aber das sind einfach für mich keine Hauptfiguren. Und die finde ich unfassbar spannend und sind auch deshalb mit meine Lieblingsfiguren, aber ich meine jetzt unter den wirklichen Hauptfiguren. Den Big Player. So, aber jetzt zu der Episode, von der, mit der wir gerne das Ganze abgeschlossen hätten. Das hätte ich auch wirklich schöner und subtiler und ein sehr starkes Bild gefunden, bei dem ich dann noch gespannter auf die nächste Woche gewesen wäre. Das stimmt. Arya. Arya. So, erstmal, yay, ich hatte recht. So, unsympathisch, Freude, ich weiß. Nee, ich dachte, was für ein lamer Jubel das war. Yay. Ja. Da kam ruhig voll zum Stehen. Ja, du hast recht, das stimmt. Ich habe es wirklich nicht kommen sehen. Ich dachte, weil du von, ich weiß gar nicht bei wem, das Wort Vaterfigur, genau, beim High Sparrow hast du in den Mund genommen. Und ich dachte ja, wahrscheinlich war ich einfach zu naiv, eindeutig da. Aber ich dachte tatsächlich, dass Jacken so eine Art sehr, sehr verdrehte und sehr unkonventionelle, aber so eine Art Vaterfigur für Arya geworden ist oder vielleicht jetzt gerade ist oder noch wird oder so. Deswegen muss ich echt sagen, also das habe ich nicht kommen sehen, dass sich Arya dann doch vergleichsweise schnell gegen die Faceless Man wendet und jetzt offenbar auf der Flucht ist. Und Jacken hat ja ziemlich eindeutig auch den Befehl ihrer Ermordung gegeben. Er hat nur gesagt, lass sie nicht leiden. Aber was die Wave vorhat, ist ja ziemlich klar. Also da mache ich mir jetzt keine Hoffnung mehr. Also erstmal, ich bin mittlerweile ein Riesenfan der Bravos Players. Mir gefällt die Show wirklich immer besser. Und ich meine, Arya hat ja auch die neue Episode definitiv besser gefallen als die erste. Ich fand es ein schönes kleines Detail, wie sie wirklich die einzige ist, die sich kaputt lacht, als Joffrey stirbt. Ja, das stimmt. Und dann merkt, okay, kommt gerade nicht so gut an. Sorry, da dachte ich gerade wieder, dieses Bild, wie die Schauspielerin von Cersei den Ton Joffrey im Arm hat, ob das nicht vielleicht Foreshadowing of Tommen ist, weil der Joffrey-Darsteller war auch ein bisschen älter und größer, als es der wahre Joffrey war. Und also, weil wir kurz vorher Cersei gesehen haben und ich dachte da wieder dran, ey, sie hatte ihn doch tatsächlich genau so im Arm, als Joffrey gesagt. Ja, ich weiß. Aber möglicherweise ist das nicht nur eine Spiegelung von etwas, was schon passiert ist, sondern dient gleichzeitig auch noch als Foreshadowing, dass sie auch ihren letzten Sohn genauso im Arm halten wird, nur wird sie dann diejenige sein, die ihn umgebracht hat. Das ist einfach nur ein kleiner Gedanke. Also ich habe an was völlig anderes gedacht währenddessen. Und zwar daran, als Arias Gesicht auch so ernst wird, während sie das anguckt, ob sie an ihre eigene Mutter denkt. Weil sie also es geht ja weniger darum, dass jetzt Joffrey tot ist, sondern als sie dann diesen Schmerz der Mutter sieht. Ich musste nämlich auch wirklich an Caitlin denken, wie sie ihre Verzweiflung und Panik, als sie zugucken muss, wie ihr Ältester da getötet wird oder auch als sie erfährt, dass ihre beiden kleinen Söhne angeblich gestorben sind. Und also ich glaube schon, dass Arya an ihre eigene Mutter denken musste, als sie das dann gesehen hat oder zumindest von ihrer Freude über den Tod von Joffrey abgelenkt wurde. Und das war dann wahrscheinlich auch das erste Mal der Moment, zumindest habe ich das so verstanden, in dem sie erkannt hat, sie ist nicht No One. Also ich glaube, da fängt es an. Nicht, dass sie es da schon fest entschieden hätte, weil sie geht ja dann noch und vergiftet den Ruhm. Aber irgendwas ist da ja in ihr in Bewegung geraten. Ja, ich meine, das war echt so ein Wechselbad der Gefühle. Sie hat ja zum ersten Mal quasi gesehen, war natürlich nur eine Theateraufführung, aber sie hat zumindest irgendwie was gesehen, an dem sie jetzt festhalten kann, wie ihr Vater Joffrey gestorben ist. Sie kann ja davon bislang nur gehört haben, sie war ja logischerweise nicht vor Ort. Und sie hat sich ja wirklich sehr erfreulich darüber gezeigt. Und dann, also möglicherweise hat sie tatsächlich an Caitlin gedacht und ich kann mir vorstellen, dass manche Leute jetzt einwenden, dass Arya aber nicht dabei war, als
Caitlin gesehen hat, wie Rob vor ihren Augen umgebracht wurde. Aber auch hier, ich meine, das ist vielleicht auch so ein bisschen Thema dieses Theaterstücks. Letztendlich ist es halt eine Geschichte und die wird ein bisschen hier und da ein bisschen aufstaffiert oder woanders wird das weggenommen oder es wird nicht zu 100% so nacherzählt, wie es passiert ist. Und ich glaube, die gedankliche Leistung, sich vorzustellen, dass auch Caitlin einen ungeheuren Schmerz erlebt haben muss, die ist, glaube ich, nicht so hoch. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das eine gewisse Parallele ist. Und selbst wenn es nicht Caitlin ist, dann hat sie eben daran gedacht, also auf jeden Fall an sich selbst vielleicht. An sich selbst oder überhaupt dadurch, was für ein Schmerz ausgelöst wird, ja, bei jemandem, wenn... also was für ein Schmerz durch diesen Mord ausgelöst wird. Ja. Und ja, also fand ich toll und eine schöne Szene. Und ich mag auch die Schauspielerin von Lady Crane. Und bei dem Text musste ich wieder so an Shakespeare denken. Das, also hier There is no tomorrow. Da, ja, da möchte man doch direkt gucken, in welcher Sammlung finde ich diesen Ausschnitt. Also auch wenn mich diese ganze Aufführung auch in der letzten Woche emotional jetzt nicht so erschüttert hat, wie das wahrscheinlich bei Aya angekommen ist, aber dass sie ein bisschen augenzwinkernd damit spielen, dass nämlich wie eins der Themen von Game of Thrones eben ist, wie du es beim letzten Mal gesagt hast, die Geschichte wird aber nicht von denen gemacht, die unterlegen haben, sondern immer nur von denen, die gewonnen haben. Und möglicherweise, wenn man jetzt quasi die Kameralinse ein bisschen weiter aufzieht, kann es ja auch schon wieder Rückschlüsse darüber zulassen, wie viel von der echten Geschichte von Westeros tatsächlich wahr ist und nicht. Also wie das tatsächlich das war mit dem... Das habe ich nicht gesagt, du hast mich falsch zitiert. Ich habe gesagt, Geschichte wird nicht von denen geschrieben, die dabei waren. Ach so, okay. Das ist nicht das Gleiche. Dann aber ist es eine Variation von dem Spruch, Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben. Genau, Geschichte wird von Siegern geschrieben. Den, ja, Spruch gibt's auch, den, ja, habe ich aber nicht gesagt. Okay, na gut. Aber beide, ja, wahr. Ja, auf jeden Fall. Ne, ich meine, also man kann das irgendwie einfach mal so hinnehmen. Oder eben, wenn man jetzt schon beim Spekulieren ist, fragt man sich, war das tatsächlich früher so mit den Children of the Forest und mit den First Men und mit den Andals und sind die Drachen wirklich erst 1000 Jahre später das erste Mal aufgetaucht? Solche Geschichten. Und ich finde es ganz nett, dass dieses kleine, doofe Theaterstück irgendwie so als Sprungbrett für so Gedanken. Und übrigens, ja, zumal wir ja einiges jetzt auch schon wissen. Also gerade mit, ja, den Children, wir wissen ja, ja, ja jetzt, genau, schon, dass einiges aus der Geschichte definitiv nicht, ja, stimmt. Aber es ist schön verschränkt. Weil ich beim letzten Mal den Gedankenfurz geäußert habe, ob die Children sich mit den White Walkern nicht gegen die Drachen wehren wollten. Da hat jemand bei uns in den Kommentaren geschrieben, dass sie aber viel, 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 viel später kamen. Und ich habe jetzt nicht nochmal darauf geantwortet, deswegen mal es hier kurz. Aber der Punkt ist ja eben, dass uns das immer nur erzählt wurde. Und möglicherweise werden wir erfahren, dass es alles nicht so war, wie es uns immer erzählt wurde. Und weil du es gerade gesagt hast, weißt du, wer die Schauspielerin war von Lady Crane hier aus dem Theaterstück? Nee. Die Hauptdarstellerin aus Babadook, Essie Davis. Ach krass, ja, ja, deswegen kam die mir so, ja, bekannt, ja, genau, vor. Genau, ich dachte auch beim ersten Mal, Alter, du hast sie doch schon mal gesehen. Und ich habe dann echt nachgeguckt. Du bist echt gut in sowas. Das ist Essie Davis. Und nicht Ossie Davis, den ihr vielleicht kennt aus The Stand, der tollen TV-Verfilmung, kurz Stephen King und vielen anderen. Die wir übrigens ganz unironisch gut finden. Ey, ohne Scheiß, mach klar. Nur ist Ossie Davis ein mittlerweile auch schon verstorbener schwarzer Mann. Ja. Also das ist nicht Essie Davis. Ja. Jetzt, das ist eigentlich, heute hat sich das Recap mal richtig gelohnt, weil ich jetzt selber besser verstanden habe. Eigentlich wollte ich sagen, dass mir Aryas Umschwung zu plötzlich kam, aber durch dieses drüber reden finde ich das jetzt überhaupt nicht mehr, sondern finde ihn sehr, sehr logisch und schön. Und ich möchte nur in Zweifel stellen, dass die Wave wirklich so sehr selber No One ist. Also dafür hält sie ja schon sehr an ihrem Hass auf Arya fest. Den finde ich, der hat ja schon doch durchaus was sehr Persönliches. Also da, finde ich, sollte sie auch nochmal ins, keine Ahnung, wie die das dann nennen, Auditing oder so gehen und sich von, ja, bösen Schwingungen befreien lassen. Aber ich meine, das Wichtige ist, jetzt ist sie auf sie angesetzt und dieser Moment, in dem Arya dann Needle wiederholt, wie wir es alle ja auch erwartet haben. Auf jeden Fall. Und sich in diesen Keller setzt und die Kerze ausbläst. Das war die Szene, mit der wir das Ganze gerne beendet, ja, hätten. Ja, genau. Sie pustet einfach Kerze aus, wird schwarz, Folge vorbei. Das hätte Weil ich sie wartet da jetzt auf die Wave, ne? Also so habe ich das verstanden, weil sie kann ja jetzt im Dunkeln kämpfen und jetzt wird, gucken wir mal, wer es besser kann. Ja, entweder wartet sie auf die Wave oder verbringt die Nacht irgendwo und versucht sich dann beim ersten Tageslicht des neuen Morgens auf dem Schiff zu stehlen und einfach wieder davon, ja, zu segeln. Das ist ja noch nicht ganz klar. Nee. Aber ich vermute auch, dass auf jeden Fall, ich meine, die haben diese Konfrontation zwischen der Wave und Arya so dermaßen aufgebaut. Also immer und immer wieder haben wir diese Prügelmontagen gesehen. Ich glaube auch, das wird eindeutig auf den Kampf auf Leben und Tod hinauslaufen. Und ich prognostiziere einfach mal ganz tollkühn, dass Arya den gewinnen wird. Und dann ist wieder die Frage, wie wird Jaqen drauf reagieren? Ja. Also das ist ja jetzt schon eine ganz große Bedrohung, die Arya darstellt. Die war ja wahrscheinlich, also so tief drin im Allerheiligsten war noch niemand,
der sich danach dann wieder losgelöst hat. Also ja. Ich habe das schon so verstanden, dass einmal drin kommst du nicht mehr raus, wie die Mafia vermutlich. Von daher kann ich es jetzt schon nachvollziehen, dass er den Auftrag gibt, sie zu töten, auch wenn ich es nicht hab kommen sehen. Ich finde das auch mal eine coole Storyentwicklung. Das gefällt mir. Ja, also ich sehe da auf jeden Fall Potenzial für ein paar Schocker-Szenen. Aber siehst du, ich hätte doch gesagt, da warst du manchmal sehr gut. Muss man, nein, vor allem habe ich gesagt, vertrau doch einfach erstmal der Serie und guck, wie es weitergeht. Ja, ja. Und jetzt ist alles gut weitergegangen. So. Naja, ich meine, also wirklich, weil du es gerade gesagt hast, das würde ich aber in der Tat nochmal anführen, ob dann das Angucken nur des Theaterstücks, das gesamte Training der letzten Monate oder eigentlich sogar schon Jahre, dann so leicht wieder auslöschen kann. Also Nein. Möglicherweise ist es vielleicht doch ein ganz kleines bisschen plötzlich gekommen. Also sie hat ja, ich finde, Training auslöschen würde ja auch bedeuten, dass es umsonst war. Und es ist ja definitiv nicht. Sie hätte die ganzen Skills. Also, dass man irgendwie so einen Klickmoment hat, in dem man erkennt, ich bin aber nicht normal. Ich meine die Prägung. Ich meine nicht das Training, sondern die Prägung. Also ist das doch ein bisschen plötzlich. Also ich hätte es plötzlicher gefunden. Wie gesagt, ich fand es ja auch erst, aber jetzt finde ich es überhaupt nicht mehr. Deswegen spiele ich jetzt mal hier den Advocatus Diaboli. Und ich sage, nee, finde ich überhaupt gar nicht. Okay. Weil Aya war auch niemals wirklich No One. Ehrlich, also ja, das wurde uns ja auch die ganze Zeit gesagt. Deswegen hat es die Wave auch angezweifelt. Und auch Rocken hat sie immer wieder daran erinnert, dass a Girl da vielleicht noch ein bisschen an sich arbeiten sollte. Ja, aber wie hat sie dann den Test geschafft? Ja, das frage ich mich auch. Wirklich, weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Und um ganz kurz auf die erste Frage, die wir vorhin gestellt haben, zurückzukommen, das wäre nämlich was. Das würde mich ärgern, wenn das überhaupt nicht erklärt wird. Das stimmt, ja. Denn, also ich meine, das haben sie ja schon etabliert und also das erste Mal, dass wir diesen Brunnen gesehen haben, ist ja auch jemand gestorben. Hat seinen Frieden mit sich gemacht, hat davon getrunken und ist gestorben. Und damit wurde jedem Zuschauer auf der Welt klar gemacht, nimm einen Schluck davon und es bringt dich um. Und also sie kann ja nicht irgendwie Giftstoffe in ihrem Körper, sie ist ja nicht Melisandre, die Gift schlucken kann und das dann irgendwie assimiliert oder so. Nee, ich hab das. Und da hätte ich schon gerne eine Erklärung, wie sie das geschafft hat. Also ich habe das als sowas wie einen magischen Trank verstanden, der entweder tötet oder nicht, je nachdem. Ja gut, ob es ein Gift war oder Magie. Aber in jedem Fall, naja, Gift würde ja dann bei jedem gleich wirken, außer bei jemandem wie Melisandre, der es, wie du schon sagst, dann irgendwie anders verstoffwechselt. Aber ein magisches Gift vielleicht. Ja. Was auch immer, auf jeden Fall. Aber es stimmt, es wurde nicht aufgelöst. Also meine Erklärung dafür ist, dass Aya das schon auf einer Ebene geschafft hat. Also, aber dass es halt immer tief in ihr drin wirklich noch diesen Aya-Stark-Kern gab. Und naja, irgendwie muss ich es ja geschafft haben. Ich suche mir halt nur eine Erklärung. Ja, ja. Es ist auch völlig in Ordnung, aber also ich glaube nämlich nicht, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt mal wirklich No One war. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie sie das mit dem Gift überlebt hat. Ich wünschte, sie hätte eine andere Prüfung gehabt als Gift. Ja, genau. Im Nachhinein, wirklich, also du hast gerade gesagt, man soll den Schreibern vertrauen und vielleicht wird ja noch alles gut. Aber wenn das ein Fall sein sollte, der nicht gut wird, dann fände ich es wirklich sehr ärgerlich. Und die Erklärung, sie hat es so halb geschafft und halb aber auch nicht. Also das kriegt bei mir eine 4-. Also gerade noch so die Versetzung geschafft, aber ja. Aber ich meine, ey, du bist ja auch keine Schreiberin, die extrem viel Geld für diese Serie verdient. Von daher ist auch völlig okay, wenn man keine guten Antworten hat. Das ist ja auch nicht unser Fall. Ich wollte auch einfach nur noch mal den Morgenstern schütteln. Ich sag, wie es ist. So und auch ihr könnt jetzt euren Morgenstern schütteln. Genau. Denn wir kommen, glaube ich, mal zum Ende. Ja. Ne? Oder? Das denke ich auch. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas vergessen haben. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind alles durchgegangen. Und wenn nicht, dann seid uns nicht böse. Ich habe es auch letztes Mal in die Kommentare geschrieben, weil jemand gefragt hat, ob wir einen Spickzettel dahinter haben. Nee, haben wir nicht. Wir machen uns keine Notizen. Wir sprechen uns auch nicht großartig ab. Also wenn uns jetzt mal was durchgerutscht ist, dann seht's uns nach. Dann holen wir es vielleicht beim nächsten Mal nach. Aber ich glaube, wir haben alles. Ich glaube auch. Und nochmal, wenn ihr euch wundert, warum wir da so oft gucken, das liegt auch an dem Mikro. Wir sind nämlich beide total paranoid. Ja. Unser Mikro ist schon schlecht genug, aber dann soll es auch bitte wenigstens an sein. Und uns ist es tatsächlich auch schon mal passiert, dass das Mikro einfach nicht an war. Und wenn man das nach einer Stunde merkt, ist blöd. Ja. Deswegen sind wir da beide etwas ängstlich und gucken auch gerne zwanghaft zum 5. Mal nach, ob es wirklich an ist. Ganz genau. So, aber jetzt erstmal, wie immer, wir freuen uns über Fragen, Anmerkungen, Kommentare, konstruktive Kritik und Geschichten aus eurem Leben in den Kommentaren und sehen uns dann ansonsten nächste Woche zur 7. Folge wieder. Ja. Gute Nacht.